Zockerlauncher, herzlich willkommen im Die Settlers 4 World Championship 2021 mit einem weiteren 16-Tel-Finale. 16-Tel-Finale, was riecht ich denn da? Egal. Heute Spiel 2, Karaban gegen Sandy. Matchball für Karaban oder mit dem Rücken zur Wand. Sandy, sucht euch was raus. Und ja, ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe auch, mein wie immer sehr geschätzter Co-Kommentator Destiny of Shadow. Hallo Dennis, grüß dich. Hast du auch Bock? Hi Patrick. Ja, natürlich habe ich Bock. Richtig ja, Bock. Sowas von Bock. Ich bin gespannt, was die zwei so bringen. Gerade weil es ja ein Matchball ist, da geht es ja theoretisch um alles bei den beiden jetzt. Genau. Also was heißt um alles? Ja, nee, klar, stimmt. Also für die beiden zumindest, ne? Der eine kommt weiter, der andere nicht. Oder wir gehen ins Dritte. Ich würde mich ja freuen, wenn Sandy jetzt noch das 1-1 macht, weil das haben wir noch gar nicht gesehen im 16-Finale. Da ist eigentlich jeder 2-0 durchgeprescht. Okay. Wird sich im Turnierverlauf, aber jetzt in den Playoffs sicherlich auch noch ändern. Da bin ich völlig felsenfest überzeugt davon, weil das Niveau ja auch immer höher wird. Und auf jeden Fall. Zwei Sachen vielleicht noch. Wir spielen heute ohne Delay, sehr schön. Und wir spielen heute Enhanced Edition, auch sehr schön. Und ihr konntet ja bei mir die letzten Tage und Wochen die Stati so schlecht lesen, damit ich euch eine Lupenfunktion eingebaut habe letzte Woche. Das kam ja ganz gut an. Hallo denen. Oh, ja, es ist eine gute Idee. Fangen wir mal so an. Ich habe jetzt aber festgestellt, dass ich tatsächlich OBS mit meiner Capture-Karte ein Späßchen erlaubt hat und mein gecaptertes Bild von meinem Gaming-PC einen Ticken verschwommen war. Das habe ich gerade durch Zufall rausgefunden und habe jetzt zwei Testaufnahmen gemacht. Ich konnte das natürlich jetzt noch nicht live testen, habe aber festgestellt, Alter, jetzt ist alles knackscharf in Siedler und vorher war es halt nicht knackscharf. Und es kann sein, dass wir die Lupe jetzt gar nicht mehr brauchen, weil er jetzt dann plötzlich dann bei mir auch alles trotz 1440p Auflösung in-game lesen könnt. Gerne mal Kritik in den Chat, wenn wir nachher soweit sind. So, ich frage mich, ich muss mal ganz kurz den Schiri anschreiben, wo bleiben denn unsere Spieler? Keys raus, wo bleiben die? So. Ich hoffe, er hat es gemacht, weil ich habe ihm vorhin gesagt, gib die erst raus, wenn ich Go schreibe und ich habe kein Go geschrieben, aber eigentlich war er bei uns im Voice, was weiß ich. Gut, wir gucken mal in den Chat, wir haben noch kurz Zeit, begrüßen mal die Leute, die schon da sind, das ist ja noch überschaubar. Hallo Hasi 1993, bist du eigentlich mit Hase HD verwandt? Würde mich mal interessieren. Hallo Hieros Florian, hallo Ablemo und hallo KingCat, hallo Sensekio 91 und hallo Sir 13 und Fotor, grüß dich und Prost und hallo Sven BWD. Yo Macronix, ich habe übrigens kein Bier heute, ich kann es einfach gerade nicht mehr sehen, es tut mir wirklich leid. Trinkst du gerade Bier, Dennis? Nee, ich bleibe bei Wasser tatsächlich im Moment. Okay. Na dann ist das. Ein bisschen Richtung abnehmen. Ist das halt voll die Wasserrunde? Gar kein Problem. Yo. Wo bleiben meine Spieler? Bin ein bisschen irritiert. Krieg auch kein Feedback gerade von meinem Schiedsrichter. Er ist im Voice bei Sandy. Sandy ist auf Twitch online, sehe ich gerade. Und Karaban wartet tatsächlich noch auf den Key. Also, unser Schiri, keine Ahnung. Hallo. Go, go, go. Magst du vielleicht, während wir hier warten müssen, kurz uns erzählen, was gerade bei dir so in Arc abgeht? Wenn wir so ein bisschen Zeit haben hier gerade. Kann ich rein theoretisch gerne tun, wenn du das möchtest. Ja, mach mal, red mal. Ich versuche nebenher hier das zu klären. Ja, alles gut. Ja, in Arc geht theoretisch gerade die heiße Phase los. Bewerbungen sind durch. Also kurz für alle, wir reden über ein Arc-Projekt für ein Arc Survival Evolved, für die das nicht kennen, ein Dino-Survival-Spiel. Und dort
Ja, haben sich ein paar Leute zusammengefunden, die einen Roleplay-Server errichtet haben. Und ja, das Ganze funktioniert in der Fantasy-Welt, wo man mit Elben, Zwergen und Menschen zusammen spielt oder eben einen dieser jeweiligen Völker spielt. Und ja, aktuell sind wir bei sehr, sehr vielen, die mitspielen. Nehmen natürlich liebend gern noch weitere Leute auf. Wenn da mal Interesse dran bestehen sollte, haut mich einfach mal an, bin ja im Discord, falls ihr euch sowas vorstellen könnt zu spielen. Ist ganz witzig und es macht ultra viel Spaß. Okay, ich habe jetzt den Key nebenher mal selbst verteilt an die Spieler. Ich Alles denke mal gut. schon, hören die mich, lesen die mich nicht? Keine Ahnung. Aber bin ich wieder offline oder so? Ist mein OBS weg? Aber du redest ja noch und alles gut Der Stream ist eigentlich. an. Es liegt nicht an Irgendein mir, Stream ist ja. bei mir an. Hi Whitewolf, by the way. So. Demnächst gibt es dann warme Milch. Ja, mit Honig, wenn wir Winter haben. Gar kein Problem. Aha. Selbst ist der Mann, siehst du? Und jetzt schreibt Sagst mir du mein nichts weiter. Schiedsrichter, ich dachte, du hättest die Keys schon verteilt. Welches spiele ich gerade? Warm-up Fotor Ark Survival Evolved, ein Ark RP, also Roleplay-Projekt. Aber schön, dass Ando drüben über mich redet. Im anderen Stream, oder was? Ja, anscheinend. Zumindest hat Fotter das gerade geschrieben. Soll man grüne Rücken. Prost, Niki zockt, Nabend. Prost. 3, 2, 1, Klick. So, wir haben es immerhin Ingame geschafft und ich bin sehr gespannt, ob ihr jetzt die kleine Stati da unten lesen könnt. Ich kann sie euch natürlich auch nachher noch weiter ranzoomen, aber ich sehe jetzt schon in meinem Übersichtsfenster, dass es deutlich besser lesbar ist. Gott sei Dank habe ich das gefixt gekriegt. Okay. Ich habe aber keinen Ton. Du hast Warum keinen ich keinen Ton. Ton? Ich schon. Leute, habt ihr, schreibt mir mal in den Chat, habt ihr Ingame Musik in Siedler oder ist das einfach nur gerade mein Kopfhörer RIP? Muss sein. Ach, der redet lauter als ich. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Nee, es kommt Okay, tatsächlich alles gut. von Siedler momentan kein Ton. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch fixen können. Wir schauen uns aber erstmal, scheiß mal auf den Ton mal kurz. Wir schauen uns erstmal die Map an. Also wir haben erstmal F6, F7. Wir haben Sandy in Gelb und Karaban in Lila. Das triggert mich schon, weil immer Sandy eigentlich lila war. Okay, aber seit neuestem spielt sie ja Gelb. Okay, wir haben, wenn wir jetzt mal von Karaban gucken, links einen Zweierberg mit Wüste, oben einen Einserberg, der ist aber schon ein Stück weit weg. Und einen riesengroßen Berg, der ziemlich gefährlich für, Ge für Pioniere, se Blödsinn, für Geologen sein wird, in der Mitte der Karte. Boah, da werden so viele draufgehen, bin mir sicher. Aber der ist riesig, der Berg. Also da wird sich viel finden. Und das macht die Map auch interessant, glaube ich. Die Startpositionen sind eigentlich auch ganz gut beieinander. Stein ist viel zu vorhanden, aber spielen ja eh beide Römer. Was ist noch zu sagen? Zwei schöne Flüsse, auch zur Kartenmitte hin so ein bisschen. Recht wenig Holz am Anfang, falls du das noch nicht gesagt haben solltest. Nö, habe ich nicht. Geht aber eigentlich. Stadtwald ist vorhanden. Ja, das schon, Und aber Bauplatz ist man muss erstmal vorhanden. rein. Also da muss man auf Das jeden auf Fall jeden auch mal Fall. nicht großartig abholzen. Man macht halt seine Steinfelder weg. Dann hat man auch Platz für die Schwerindustrie hier. Ja, ganz, ganz coole Map eigentlich. Bloß, ich sag's schon mal, RIP und GG zu diversen. So, zu diversen. Warum habe ich keine Musik? Das ärgert mich. Fotor, ich kann mit 100% bestätigen, dass ich diese Map nicht gebaut habe. Ich, Daran warte, würde ich mich erinnern. ich ist sogar relativ sicher von mir. Das ist Da hast du schon die mein Antwort. Kunstwerk. Ja, ich finde die Map super. Ich finde die sehr, sehr, sehr angenehm. Du findest doch alle super. Natürlich, es geht ja um Siedler 4. Ich finde es toll. Ich muss hier mal eben ein bisschen klicken. Aber ich bin sehr gespannt, wer diesmal zuerst, wie du vorhin angesprochen hast, seine Geologen verliert oder den ersten zumindest davon und ob das diesmal Ingame-Sound. wirklich und ob das diesmal frühzeitig genug registriert wird.
Nicht mal dass das raustab und wieder reintab? Bringt doch nochmal. kann helfen. Nein. Alternativ, weiß ja nicht, ob du es ausgestellt hast. Alternativ drück einfach mal die Plus-Taste, damit du Plus? ja. Das Gegenteil von Minus. Das ist Zoom. Rein und raus zoomen in Siedler. Echt? Scheiße. In Siedler 3 können wir damit den Sound fixen. Hatte ich jetzt auch noch nie. Geil. Ich habe die Grafik gefixt. Jetzt haben wir keinen Sound mehr. Aber Irgendwas. ich hab vor 3 Minuten, also bevor wir hier gestartet haben, halt nochmal was in-game getestet. Und da hatte ich Ton. Ich habe nichts geändert. Ja gut, dann müssen wir halt jetzt hier drüber labern, ne? Ich würde sagen, ich schicke dir kurz den Sound, aber. Boah, ich könnte eine Playlist laufen lassen. Ja, das könntest du Das tun. mache ich vielleicht noch eben, dass wir so ein bisschen noch so ein Gedudel haben. Schau mir derweil mal an, was die beiden so Genau, treiben. du kannst ja mal ein bisschen Karaban kommentieren und ich guck mal, ob ich hier eine schicke Siedler-Playlist herzaubern kann. Mache ich. Ja, Karaban, wie ihr seht, entwickelt sich, was sein Land angeht, tatsächlich einmal so ein bisschen im Dreieck. Einmal links zum Wald, hoch zum Wald und rechts so ein bisschen den Berg. Ja, und er erschließt sich sehr schnell diesen zweiten Wald, sage ich jetzt mal dazu. Er möchte da wohl seinen Hauptwald bauen. Bei Sandy werdet ihr nachher sehen, sieht das ein bisschen anders aus. Sie nimmt direkt den Startwald, der im direkten Bereich ist, und baut den erstmal durch. Lass mal kurz gucken, vergleichen. Hört ihr was? Ja. Also du nicht. Wiki's for life. Sag mal kurz ruhig, ob da ein Ring. Ausschlag kommt, wenn du nicht redest. Entschuldigung. Ja, da ist Musik. Okay, wir haben Musik. Ist zwar, ja. Herrlich. Kera ist oben, genau, und Sandy ist unten. Korrekt, Sreni. Ist die Musik zu laut, Leute? Bitte mal Feedback in den Chat. Ja, wir sind ja hier live, ne? Es muss immer so ein bisschen alles interaktiv sein und wir sind ja auf Twitch. Sicher? Also gefühlt ist es zu laut. Oder Dennis zu leise, ich weiß auch nicht. Komm, jetzt reden wir mal kurz über Sandy. Ist top, steht da. Ja. Wiki-Musik, beste. Sandy baut ihren Wald auf jeden Fall, wie gesagt, am Startbereich. Sie expandiert nicht nach unten zum größeren Wald, was prinzipiell nicht falsch ist. Sie bleibt halt erstmal in einer kleinen Ecke, was ich sehr, sehr angenehm finde. Und sie hat auch ausreichend Wald erstmal. Ich bin gespannt, auf wie viel sie im Endeffekt hochgeht. Es ist auch die schnellste Variante. Ich habe vorhin ganz kurz im anderen Stream reingeguckt, bevor denn ihr Spiel das zweite Mal zusammengebrochen ist. Und da hatte Bibo direkt zum Start den Startwald stehen lassen und hat ins Nichts seinen eigenen Wald gebaut. Und alle im Chat, was zur Hölle macht er Interessant. da? Sehr interessant. Ich weiß leider die Auflösung nicht, ne? Ob das dann so weiterging, keine Ahnung. Oder nur, ob er nur trollen wollte. Aber das hier ist natürlich Ja. kein Trollspiel, weil hier geht es richtig um die Wurscht-Matchballspiel für Karaban. Musik haben wir jetzt, leider keine Soundeffekte, aber ich hätte gern mal Feedback jetzt von euch im Chat. Könnt ihr diese kleine Stati da unten neben mir jetzt gut lesen bei mir? Oder ist sie immer noch verschwommen? Das würde mich mal interessieren. Bitte in den Chat. Es gibt doch was zu gewinnen, ja? Ich brauche jetzt Feedback. Also zu gewinnen gibt es meine sehr viel Sympathiepunkte bei mir, aber ich brauche Kritik. Also ich muss das wissen. Sehr geil. Stati ist Sehr, sehr besser geil. lesbar als sonst. Okay, und wie ist dann diese Stati jetzt lesbar als sonst? Leute? Mega stark. Mega Du stark? siehst ja, du siehst alles. Du siehst alles. Okay. Warum auch immer die Also jetzt wirklich alles. schwarz-weiß ist. Ja, das kann ich dir nicht sagen, aber ja. Nee, halt mal, die ist schwarz-weiß. Achso, nee, das passt, ne? Nimmer! Ja, Okay, da danke, siehst du auf Chat. jeden Danke, Fall Chat. alles. Fett. 5000% besser. Ah, wir hätten schon Das ist 100% wahrscheinlich auch die gereicht. Skalierung gerade gewesen. 5000%. So sah es gerade kurzzeitig aus. Besser lesbar, aber nicht gut lesbar. Was? Whitewolf guckt Wo wahrscheinlich steht am das? Smartphone zu. Ich mag es mehr mit Lupe. Ja, Kinke, das spricht jetzt aber nicht für dich.
Oh no, no, Uff, no. uff. Ja. Oh Mann. Hui. Uff. Niveau schon wieder weg, ne? 5 Minuten gestreamt, egal. Vielleicht soll ich doch bei euch mitmachen. Irgend so einen niveaulosen Charakter, das kann ich ganz gut. Boah, wir haben Platz für sowas. Ark gab es ja neulich mal im Epic Games Store for free, ne? Ich hab's ja sogar. Korrekt. Aber noch nie installiert oder so, ne? Ich nehme halt immer die Gratisspiele mit. Ja, warum auch nicht? Ich finde, Ark ist auch gar kein schlechtes Spiel an sich. Es hat seine typischen Krankheiten, ja, aber es ist nicht schlecht. Und man wird halt ein bisschen erfinderisch, eben zum Beispiel mit Roleplay-Servern oder irgendwas Besonderem, was nicht normal ist. Oder was die Leute vielleicht ansprechen könnte. Und bis jetzt funktioniert es ganz gut. Also wenn man da Bock hat, komm mal her. Komm ran. Ich habe sowas noch nie gemacht, keine Ahnung. Ich habe echt Aber keine Zeit und tatsächlich, so. Ah. das Projekt, was wir ja eh haben, soweit du das noch immer noch so aktuell hältst, Siedler 3 nach der Siedler 4 Auf jeden beenden Fall, kann. auf jeden Fall. Wenn's, wenn die Siedler 3 Community sich nicht bis dahin völlig Verschnitten hat. ja, keine Ahnung, implodiert, explodiert, Atompilz, was weiß ich, was da gerade bei euch abgeht. Ich bin da tatsächlich, seitdem ich mich voll ins Projekt reinhänge, gar nicht mehr. Wahrscheinlich die beste Entscheidung, die du mal machen konntest. Weiß ich noch nicht. Also ich kriege natürlich durch eine WhatsApp-Gruppe mit, wo ich mit meinen, also nicht mit meinen Leuten, aber mit der Kollegen halt zusammenspiele, mit Freunden. Da kriege ich natürlich was mit. Aber die Alobby soll wohl wieder normal laufen erstmal. Ich glaube, Sreni ist da ein bisschen besser involviert, glaube ich. Wir können da vielleicht mehr zu sagen. Aber soweit ich weiß, sollte die Alobby erstmal wieder normal funktionieren. Damit die Leute eben was machen können. Bitte. So, noch kurz mit dem Schiri gechattet, alles gut. Da war ich nicht Jo, sicher, ob wir alles jetzt gut. unter 5 Minuten gestartet sind, aber wo ich die Keys rausgegeben habe, das war deutlich unter 5 Minuten. Das Ja. passt. Nicht, dass Sandy hier verliert und Einspruch einlegt oder sowas. Wir sehen übrigens bei beiden, dass sie jetzt so weit sind, dass sie ihre Werke laufen haben. Und natürlich weiter den Wald erstmal ausbauen, um ihr Max Out zu bekommen dafür. Und. Ich sehe gerade, meine Zoom-Statistik ist nicht perfekt. Ich muss mal eben gerade live was fixen. Mach das. Scheiße, falsche Tastatur. Ja, so gefällt es. Ah, oh, nein, schon dabei ist es. Finde immer toll, wenn man irgendwie was versucht zu fixen. Also, ja, vielleicht, ja, Jetzt bin nee, das ich. gefällt mir Ja, eigentlich, weiß doch, ich nee, nicht. ja, ja, jetzt bin ich ganz zufrieden. Genau das. So. Also, Sandy, Holzproduktion, okay. Hat ihren Hat auch ein Stadtwald drittes Leben genommen. Vergleich stehen. mal kurz mit Keraban. Hat er Ja, nicht den Stadtwald hat, mehr? aber Hat auch es aktuell nur zwei gesplittet? Sägen. Das heißt, wir haben tatsächlich gerade bei Sandy etwas mehr Geschwindigkeit drin mit der dritten Säge. Mal schauen, ob sie das ausbauen kann. Sie wird auch gar nicht fertig sein, drittes Sägewerk. Kann das sein? Was fehlt ihm? Aktuell nicht. Bretter, ne? Aktuell dürfte ihm. Ja, weiter müssten es sein. Wie immer beim Rollwerk. Da hat er jetzt ein richtig Murks gebaut unter Umständen. Oh, das Brett läuft erstmal weg. Das andere wird hingebracht. Ich finde, die da 4 finde ich toll. Warum? Okay, das andere wurde auch weggebracht. Na, 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 na. Ja, ich habe schon gedacht, der mit dem Baumstamm, der drückt ihn jetzt ins Sägewerk. Er knockt ihn aus oder Ich so, dass finde es das super. reinfällt. Ist doch nicht so, als wenn das Nee. Sägewerk direkt daneben steht. Nein. Wir gehen woanders hin. Jetzt vielleicht, jetzt vielleicht. Nein, Super. wieder nix. Super. Geil. Ach ja, schön. Und er hat so viele Baustellen. Ne? Wieder liegt ein Brett bereit und es geht in die ganz andere Richtung. Wenn es gar nicht eingebracht wird, dann kann es tatsächlich sein, dass da Stein fehlt und nicht Holz. Ja, kommt gerade Fünfmal ein mal Stein, Stein, aber wenn der es geht geht, leider auch Stein. vorbei. Jo, okay, die Säge Spannend. will überhaupt nicht. Die will gar nicht. Nee. Unten wird Holz hingebracht. So, jetzt vergleichen wir wieder bei Das heißt, Sandy. Da, wie gesagt, da steht die dritte, hast du ja schon gesagt.
Ja. Und dementsprechend kann sie besser produzieren, aber ein verbrauchteres. Ach, ich liebe diese Zahl. Ich rede immer über verbrauchte. Oh, guck mal, was da im Chat steht. Jo. Den ersten Geologen, zum ersten Geologen sagen wir Bye-bye und RIP und Gigi. Es war zu erwarten. Ich bin mir sicher, hier sterben auch noch mehr. Nein, es sind keine Geologen gewesen. Außer jemand von denen hat einen mehr gebaut. Alle haben noch ihre fünf. Dann muss es ein Soldat gewesen sein. Zenny hat fünf und Karaban auch. Ich sehe nur drei bei Karaban. Wo siehst du nur da fünf? Oben rechts sind drei und unten links am Steinmetz. Ach, er guckt den anderen Berg noch an. Okay. Genau. Das macht Sandy übrigens nicht. Ja, den wird sie auch erstmal nicht gescout. Doch, und, doch, den sieht sie ganz da klar. Da liegt erstmal an der Startposition am großen Berg erstmal gar kein Gold. Doch, ein Goldspot doch, vielleicht. Zwei, ja, genau. Also zwei Schildchen. Zwei Schildchen. Ja, das wird wieder ein richtig tolles Spiel. Guck mal ganz rechts. Ja, da ist schon Gold drauf, aber da muss erstmal hinkommen, ne? Pio-Straßen ja, das geben. Ja, richtig, richtig. Macht's ja auch schon. Ja. Macht's ja auch schon, dann willst du schon Turm setzen. Yep. Ja, theoretisch. Ich meine, sie weiß es, dass da was ist. Karaban muss es erstmal noch freilegen mit seinen Geologen. Er hat jetzt zwei Spots, die er gesehen hat, okay. Unten noch einen dritten. Das ist aber diesmal eine richtig schöne Mine, ne? Fünf Felder. Oben eine Vierfelder-Mine. Die sind alle gleich, wie gesagt. Ja, ja, ja. Auf diesen Random Maps. So, was sieht man noch bei Sandy? Nix. Zweites Steinfeld erschlossen. Hätte sie noch gar nicht machen müssen, weil sie ja gerade direkt am Start auch schon zwei Steinfelder hat. Zur Mitte hin. Haben beide noch 19 Leute? Stimmt. Hä? Was ist denn da dann draufgegangen? Es ist vor allem wieder was draufgegangen. Schon das zweite Mal. Oder die haben extra Geologen gebaut. Das kann natürlich sein. Die sehen wir, glaube ich, nicht in der Stadt. Ja, vor allem, weil ja, Karaban acht jetzt Stück jetzt hat momentan. Ist bei Karaban. Genau, bei Karaban sind gerade zwei gestorben tatsächlich. Unterhalb des Schwarzen Berges quasi auf seiner Seite. Da sind Schilder und da sind gerade zwei verreckt. Immerhin haben sie noch einen Goldspot entdeckt. Weggeblitzdingst. Ja. Da hat Thor im wahrsten Sinne des Wortes zugeschlagen, ne? Oder geplinzelt. Je nachdem. Oder, ja, oder so. Herrlich. Um die Wikinger mal wieder mit reinzubringen, mit der Musik. Ja gut, aber es mittlerweile steht die dritte Säge. Im Chat. Jetzt bin ich es verwirrt. War Jupiter. Wir sind bei Marvel, da ist es Thor. Ja, du kannst es Jupiter nehmen, aber Thor gefällt mir besser. Boah, Thors Hammer sieht anders aus. Alter, hey, geh sterben. kurze Karaban, er hat seine dritte Säge jetzt endlich fertig. Juhu. Die steht schon was länger. Und jetzt geht's in die nächsten Baustellen. Wenn ich das richtig sehe, werden jetzt Farmen gebaut. Wenn ich mich nicht irre. Wer ist wo? Karaban oben links lila, Sandy unten rechts gelb. Hallo TG Backcourt. Oder, nee, das sind keine Farmen. Das müssten Sägewerke sein. Nee, das müssten Sägewerke sein. Aber es stockt alles so ein bisschen bei ihm teilweise. Bei Sandy sieht das ein bisschen besser aus, außer die eine Säge jetzt. Die braucht Stein. Ja, okay. Ja, okay. Ey, ohne Witz, ich habe gedacht, das wäre heute der erste Stream, wo ich wirklich alle Probleme gelöst habe. Ja, ich habe ja anscheinend auch keine Disconnects mehr mit Vodafone. Ja? Ich starte lesbar gemacht, bestmögliche Grafik, alles getuned gemacht, eher. Voll Arbeit wieder reingesteckt. Naja, so viel Arbeit war es auch nicht. Aber egal. Und jetzt habe ich keine Soundeffekte in-game. Es ist doch zum Kotzen, ey. Tja. witzigerweise, um mal kurz von deinem Soundproblem wegzugehen. Ja, bitte. Sandy hatte gerade die dritte Säge schneller fertig. Sieht aber so aus, als wenn die fünfte Säge beim Karaban diesmal schneller steht als bei Sandy. Die vierte. Nein, die fünfte. Ach, da oben hat sie noch eine, okay. Korrekt. Am Esel geparkt. Yep. Oh, ist die Musik ausgegangen. Warte mal. So, hier mal Loop. Das glaube ich, noch ein bisschen länger. Nee, bleiben. Ich mache einen Loop rein. Aber dann können wir ja noch andere Musik dazu nehmen. Warte mal, was haben wir denn da noch?
Trojaner, Römer, Dunkle Volk, Maya. Ich auch Siedler 3 irgendwas am Start? Warte mal. Siedler 3, Original Soundtrack Römer. Was ist das? Warte mal. Was kommt da? Hier. Siedler 3. Vorhin wurde geschrieben, Siedler 3 hat bessere Musik. Halte ich für ein Gerücht, ja, aber können wir auch mal hier zur Abwechslung. Die beste Musik bei Siedler 3, finde ich, ist die von den Amazonen. Echt? Finde ich super. Noch beruhigender ist es, Ich bin der die Bienen Asiaten. der Amazonen zu kriegen, aber ohne Bug, selbstverständlich. Ohne Soundbug der Bienen, das ist Ist ein heftig. Dauergeräusch, ne? Bzzz. Das ist ein Dauergeräusch, richtig, und wenn das buggt, stackt sich dieses Das haben die Geräusch. übrigens in der History Edition gefixt. Ja. Ja, weißt du warum? Ist auch Durch die höhere gut. Auflösung triffst du nicht mehr so oft den Punkt, beziehungsweise kannst du ihn gar nicht mehr treffen, glaube ich. Da passiert das nicht. Das ist schon mal gut. Ich mag sie ja, die History Edition von Siedler 3. Echt? Ich kenne halt nichts anderes. Ja, macht ja nichts. Wir müssen immer gucken, wenn es soweit ist, müssen wir entscheiden, wie wir spielen, ob A-Lobby oder History Edition. Kommen beide im Endeffekt aufs Gleiche raus. Aber nur natürlich von der Qualität und von der Stabilität her nicht. Das ist klar. Hauptsache Siedler. Richtig. Aber grundsätzlich funktioniert's. War nicht Track 10 das Beste aus Siedler 3? Was ist Track 10? Helfe mal. Das ist eine gute Frage. Weißt du nicht? Das war, glaube ich, ein Was ist denn Track Bonustrack, 10, oder? Sreni? Irgendein Weihnachtslied oder sowas? Ich überlege gerade, Kommt Track in-game 10. nicht vor, lag nur als Soundfall dabei. Irgendwas war da bei Siedler Ich 3. kenne den Irgend so ein bestimmten Troll. Track, aber jetzt als Track 10 betitelt, kenne ich ihn jetzt tatsächlich nicht. Lass mal kurz gucken. Beide laufen mit 5 Sägen jetzt und die ersten Getreidefelder werden schon gepflanzt von Sandy. Währenddessen die bei In Caravan Paris gerade im sind. Aufbau sind. Zocker-Lounger, macht doch mal eine Vorhersage. Für was denn? Also hell sehen kann ich nicht. Ich habe aber vorhergesagt, dass heute Holland wie immer im Achtelfinale ausscheidet. Oh, haben sie es echt nicht geschafft, ja. Fragt einfach mich, ja. Ich bin auch sicher, dass England am Dienstag 5 Buden kriegt. So, um was geht's Boah. eigentlich? England gegen Deutschland ist doch nicht spannend. Das Geilste wäre Elfmeterschießen. No, no. Please not. Die treten doch schon gar nicht mehr an, wenn die gegen uns ins Elfmeterschießen müssen. Ich glaube nicht. Die haben ja bisher noch nie ein Elfmeterschießen gegen uns gewonnen. Nee. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, die haben auch noch. Nee, stimmt nicht. Wembley damals, Skandalspiel, haben sie gewonnen. Überleg Wo gerade. das Tor Ich nicht hab. gezählt hat, ne? Aber das hat, da gab es ja dann Ja, auch die ja. Räche, die Rache 2014 bei der WM. Der Ball war sowas drin. Und Neuer zieht ihn halt wieder raus. Tor zählt nicht. Danach haben sie ja dann ich glaube, die Videoschiedsrichter eingeführt. Das war wieder. Ich finde ja gut, diese Videoschiedsrichter, ne? Aber die gehen mir irgendwann auf den Sack. In nach jedem Tor, ja, war das okay? Ehrlich? Ich gucke lieber nochmal. Warte, gib mir 5 Minuten. Ey, das ist doch kein Fußball mehr. Nein, wirklich. Also, wenn wir jetzt gerade schon beim Fußball sind, mich kotzt das auch total an. Es fällt ein Tor. Du willst dich freuen, ja? Und auch der Spieler, der das Tor geschossen hat, der rennt zwar los, aber er weiß jetzt auch nicht so recht, was passiert. Dann Darf ich das? dauert es erstmal 15 Sekunden, bis der Linienrichter vielleicht seine Fahne hochhebt oder nicht. Der wartet irgendwie auch noch Ja. auf irgendein Kommando aufs Ohr, keine Ahnung. Mhm. Und dann hebt der die Fahne nicht, ja, dann wird sich gefreut. Und dann plötzlich Videobeweis. So, wieder alles Ja. still. 3 Minuten Pause, Spiel unterbrochen. Und dann ist Tor oder nicht. Also, und dann Ja. kannst du dich, dann hast du auch keinen Bock mehr, dich zu freuen. Nicht wirklich, das ist so dumm. Ich meine, ich finde nachvollziehbar, aber das ist halt kein Fußball mehr, ne? Meine Fehlentscheidungen gehören zum Fußball und das kannst du nicht immer wieder durch irgendwie Videoaufnahmen belegen, dass es korrekt ist oder nicht. Also ich weiß nicht.
Es ist schade, es nimmt ein bisschen mehr Emotionen raus, als ja, man das von früher kennt, sage ich mal. Deutschland-Portugal 1-0 nach 5 Minuten. Gosens war es, glaube ich. Und 2 Minuten später annulliert. Was ich heftig fand, das Spiel gegen die Ungarn, Oder Deutschland-Frankreich. die Zwei das war auch nicht schlecht, ja. Tore der Franzosen, aber auch, ne, gefühlt 5 Minuten später annulliert. Ja. Ja. Naja. Lass uns Siedler Ja, aber das. spielen. Okay. Sandy lagert schon Gold aus. Oder ein, so. Bei Karaban ist das noch nicht so der Fall. Er will da erst noch hin an das Gold. Er hat wohl eine Mine schon stehen. Also platziert, nicht stehen. Er braucht da noch ein bisschen. Und Sandy holt schon Gold. Das heißt, sie kann damit später ein bisschen mehr arbeiten. Bin aber gut, dass sie so dran geht. Ist eine gute Taktik. Ja, doch, das gefällt mir, was Sandy da Ja spielt. gut, Sie ist sie da. hat jetzt die Goldmine schon am Arbeiten, bevor sie vorläuft. Lagert sie Richtig, schon mal genau so vor. muss man es Wir machen. sind ja erst in der 25. Minute. Richtig. Und Schwerindustrie hat sie halt noch gar nichts stehen. Ich ist aber gerade auch nichts in den Zeiten geläufig, wann es da losgehen muss. Aber ich glaube, das ist alles noch so im Rahmen. Wenn man jetzt Das mal ist bei alles okay. Karaban guckt, der hat ja noch gar nichts, ne, in die Richtung. Nee, er hat halt seine Nahrung so ein bisschen jetzt rangebracht. Die Farmen stehen, die Und Schweinezucht steht, nee, die Schafzucht so. also es sieht optisch aus, dass Sandy da deutlich vorne wäre. Ich denke auch, das dritte Sägewerk, dieser krasse Holzmangel am Anfang, der hat Karaban auch ein bisschen zurückgeworfen. Und deshalb sieht man auch in den verbrauchten Ressourcen ganz deutlich eigentlich, dass da schon ein Vorsprung da ist bei Sandy. Nicht nur Auf jeden optisch. Fall. Gucken wir uns mal die Oh ja. Nahrungsindustrie an bei Karaban. Ich suche eine Mühle. Bin Gibt ich es nur nicht. blind? Nein, Gibt steht es nicht. nicht. Es gibt auch keine Eventuell Bäcker. wird sie da gerade planiert. Das kann sein. Aber er hat eine Tierzucht stehen. Yep. Hä? Und zwei Wasserwerke. Da unten wird ein Bäcker gebaut. Wo habe ich das Ja, so gestern ist gesehen? Bei alles ein Heuristik. bisschen. Alle Bäcker fertig, keine Mühle. Ja, die Frage ist halt, wo hat er die Mühle hingestellt? Wahrscheinlich am kleinen Turm, irgendwo da drumherum. Wenn es dumm läuft, eine von den zwei Baustellen, die wahrscheinlich nicht mal planiert ist. Das wäre unlucky. Eieieiei, wenn wir Zwei da jetzt bei Sandy Wasser. gucken, ne, da arbeitet halt schon eine Mühle, da arbeiten auch schon die Bäcker. Ja, die geht jetzt auch langsam Richtung Schwerindustrie dadurch. Also sie holt sich jetzt erstmal noch ein paar Wohnhäuser, denke ich. Vielleicht Wäre ist die sie ein bisschen knapp klügste mit einem Entscheidung. Wasserwerk, weil es auch ein bisschen weg ist von der Musik. Es ist gerade an der, ja, es ist gerade an der Grenze. Aber aktuell läuft es noch. Ne? Es läuft gerade so, aber ich finde es genau richtig. Es passt. Also es ist nicht zu schwer. Dieses Wasserwerk steht ja eigentlich ganz gut. Läuft raus, setzt sofort an, geht wieder nach Hause. Und dadurch kannst du ja safe als Römer drei Verbraucher regeln. Und diese drei sind aber tatsächlich auf die Distanz auch ein bisschen Maximum. Sag mal, hast du das Das ist. große Sandy-Interview heute angeguckt? Zur Zocker-Lounge? Kam ich tatsächlich nicht zu. Mein Tag war heute ein bisschen Was? vollgepackt. Ja, ich habe das Wetter genutzt, habe eine Raus. Ausfahrt gemacht. Spaß. Ich habe das Wetter einfach genossen und wir haben uns mit USK-Freunden getroffen und haben uns ein wenig unterhalten. Ich hab's heute tatsächlich mal geschafft, mit meinen Jungs Fahrrad zu fahren. Bloß unseren Pool haben wir Auch nicht sehr warm gut. genug gekriegt. Der hat es heute nur auf 29 Grad geschafft. Aber morgen hat es bei uns Nur. angeblich den ganzen Tag 30 Grad. Also morgen ist wieder voll Pool-Day dann. Morgen Okay. Nachmittag halt. Morgen ist ja wieder Montag, müssen wir wieder arbeiten. Ja, leider. Leider müssen wir arbeiten, Also ja. wir zwei müssen ja auch jetzt hier arbeiten. Ja gut, dafür werden wir aber, ne? Das Fürstlich machen wir entlohnt hobbymäßig. durch diverse Donations, die sicher gleich noch irgendwo Richtig. kommen werden. Gehen wir nochmal kurz auf Sandy ein. Sandy Sandy, ja. erweitert jetzt auf eine vierte Getreidefarm. Und wie gesagt, sie hat jetzt schon Gold stehen und auch eine Waffi. Das heißt, sie fängt langsam an mit der kleinen Produktion. Finde ich sehr gut, weil die beiden werden jetzt sehr wahrscheinlich durchproduzieren.
Und es macht halt schon einen kleinen Solli-Haushalt aus, ne? So bis Minute 40, 45, je nachdem, wann Sandy rauslöst, sind schon ein paar Waffen und Goldbarren, die da gleich stehen werden oder liegen werden. Hm. Und bei Caraban? Sie hat auch was gut zu machen, wie gesagt, ne? Ja, sie muss heute auf jeden Fall gewinnen, um zumindest noch ins dritte Spiel zu kommen. Aber das sieht auch sehr stark momentan von ihr aus. Sehr, sehr solide. Sie ist gefühlt immer einen Schritt weiter als Caraban. Caraban hängt irgendwie, mit irgendwas hapert er gerade. Oder die Siedler, viel eher. Oh, 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 tote Geologen, gleich macht's wieder Bwmpf. Ah. Yep. Leben am Limit. Ja, wobei, dauert noch ein bisschen. Kleines bisschen dauert noch. Sandy hat gerade einen Dieb gekillt. Hm. Hat selber einen bei der Goldmine stehen, auf dem Berg. Hast in Reichweite der Bogenschützen. Also sie belauern sich schon. Und wo ich vorhin die Karte gesehen habe, habe ich gedacht, oh, die sind schon ein bisschen auseinander. Das wird ein längeres Spiel, aber das ist überhaupt nicht weit auseinander. Uh-uh. Kurz über den Berg drüber und schon voll bei der Sache. Ja. Oh, und Sandys Pioniere leben vielleicht auch ein bisschen gefährlich jetzt. Sie will noch diese Goldmine haben. Ja, ich meine, wenn sie die Goldmine bauen kann, die ist nicht gefährdet, aber die Pioniere sind die sehr. Die sollte sie bauen können. Auch ihr Schwertkämpfer da, ne? Extremes der Leben am Limit. Ja, der tänzelt gerade so ein bisschen mit den Blitzen. Der verarscht Jupiter oder Thor, einen von beiden. Der hat irgendeine Wette verloren oder so. Oder Mutprobe oder so. Ich glaube schon. Blitzableiter, modern. Damit die Pioniere. Ja, genau, die haben ja noch so einen Helm, ne? Das zieht auch den Blitz an. Scheiße. Das ist kein Alu-Helm. Nein. Ich will nicht wissen, ob der das Schwert hochhält oder nicht. Im Moment hat er es doch. Er hat. Gehen Sie zu lieber weg. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Er hat uns gehört. Jetzt ist vorbei. Finde ich gut. Aber jetzt sind die Pioniere nicht mehr geschützt. Das ist also Vorsicht. Ehrlich. Das finde ich gerade fast am spannendsten, ne? Wer da als nächstes gebrutzelt wird. Mhm. Da steht der dritte Bäcker. Was? Alu leitet besser als Stahl? Okay. Down. Ist wahrscheinlich beides schlecht bei Gewitter draußen auf dem Kopf. Ja, dezent. Also ich will das nicht abkriegen. Guck mal, Caraban auf der anderen Seite kommt gar nicht auf die Idee, die Goldmine einzunehmen. Ich meine, nee, der hat Respekt vor dieser. Sie hat aber auch wirklich jeden Goldspot geholt, ne, der da war. Ja, muss sie. Und es sind ja nur 1, 2, 3 hat sie gebaut, oben noch eine, 4. Wäre die fünfte Goldmine erst. Yep. Weiter rechts kann sie nochmal so Leben am Limit spielen. Yep. Theoretisch hätte sie noch Potenzial auf eine 6., 7., 8. und eventuell eine 9. Die 9. ist aber noch nicht zu sehen. Und die anderen Berge hat sie sich gar nicht angeguckt. Da können wir vielleicht mal kurz bei Caraban gucken. Ah ja, da könnte er schon mal eine super Goldmine setzen. Da hat er 2 Minen schon, nee, eine schon gebaut, was auch immer das ist. Ja gut. Ach, viel Gold ist da auch nicht. Hinten ist noch eins. Wobei, wenn es Gold wäre, würde er sie schon gebaut haben, glaube ich. Nee, sonst hätte er ja die vordere genommen. Ja gut, aber wenn er sich aussuchen kann, ob 3 oder 5 Schilder... Spielt keine Rolle, ist das Gleiche. Ist nur von den Geologen schlecht gearbeitet. Das ist identisch, der Spot. Tatsächlich, sie holt jetzt auch den nächsten da. Witzig. Auch wieder ein Unterschied zu Siedler 3, verdammt. Guck mal. You shall not pass. Wie viel sind gestorben? 2. Das haben wir nicht aufgepasst. Also, noch einer. 3 Pios sind gestorben schon. Ja, aber wo? Ja, wo wohl? Oder es ist der von Caraban, der da gerade wieder völlig eskaliert. Ja, das könnte. Ja. Weil von Sandy, da steht noch alles.
Also ich weiß nicht, ich würde mich so als Geologe oder Soldat nicht unbedingt Boah. gut fühlen, wenn da irgendwo Blitze sind. Oh, ey, der hat ihn voll getroffen. Ja. Das Hallo? interessiert er nicht. Er hat Ey, der hat ja auch Blitzerbleiter. kein Aluhelm auf. Der hat Leder an. Der hat Leder. Okay, es ist also nicht so, dass es genau der Punkt ist, wo der Blitz. Jetzt Doch. ist er weg. Da, futsch, wiedersehen. Weggebrutzelt. Next. Eigentlich müssten wir ja noch so einen Kill-Counter für die Blitze einbauen, dass wir Genau. wissen, ob die Blitze mehr gemacht haben als die Spieler selbst. Kill Counter. Ich möchte ja einen Battle Royale Modus haben für Siedler 4. Auch mit diesen Blitzen realisiert. Außenrum Blitze, die alle paar Minuten ein bisschen weiter nach innen rücken. Und die Map muss so Okay. sein, dass du während dem Spiel halt deine Basis immer weiter zur Mitte hin ausbreiten musst. Und dann halt ja auch Boah. deine Berge verlierst. Umso weiter das Spiel fortgeschritten ist. Ja, das ist mal die Theorie, aber dann wäre das ein astreiner Battle Royale Modus in Siedler 4. Ich meine, in Age of Ja. Empires 2 haben sie es auch nicht anders realisiert. Du Das sollst müsste es. eigentlich skriptbar sein. Also für diejenigen, die sich damit auskennen, viel Spaß. Ihr habt gerade die Challenge bekommen. Kann gar nicht so schwierig sein. Theoretisch nicht. Weil die PT hat ja eine Zeit, wo sie weggeht. Ne? Also müsste man da auch eine Zeit setzen können, wo sie kommt. Also musst du das umsetzen nach einer bestimmten Anzahl von Minuten. Dürfte kein Problem darstellen. Müsste Rein umsetzbar theoretisch, sein. ja. Vielleicht hört ja Fotor zu. Ich habe schon Slanger angeschrieben, dass der es haben will. Und er findet es auch geil, aber er hat keine Zeit. Ne? Er hat so viele Map-Projekte. Also Slanger, der Mann, der Defeat the Waves gemacht hat und die WM-Vorrunden-Map. Übrigens ein sehr, sehr geiler Modus, die Defeat the Waves. Ja, total, total. Ach, richtig, also das fahre ich komplett so. Auf sowas mag ich eh. So Koop-Dinger, da bin ich eh immer für zu haben. Mal kurz nebenbei. Ich bin mal gespannt, wann Kerawan bemerkt, dass er ja bald eine Pyramide aus Schafen bauen kann. Hat er Metzger vergessen? Ja. Wo ist seine Aktuell schon. Oh, die liegt schon voll, ne? Das ist schon eine Die liegt Pyramide. komplett voll. Oh, lass ich Ja, das ja. beknackt aus. Werden die Schafe animiert? Nicht Volker Wertig, glaube ich. Nee. Volker Wertig hat mit Siedler 4 gar nichts am Hut gehabt. Richtig, deswegen sage ich es ja. Ist die Frage, ob er das registriert, dass er Schäfchen hat. Glaub nicht. Mein witzig wäre, wenn er daraus einen Nager Also baut. seine Eisenminen leben noch von Fisch, ne? Das. Fällt ihm vielleicht deswegen gar nicht so stark auf. Oder er baut sie gerade da an Und den jetzt Steinen wird entlang. Fleisch auf so einer Eisenmine getragen. Hat er dann vielleicht auch noch irgendwo einen Jäger? Ja, er hat einen Jäger, Er okay. hat einen Jäger, ja. Der hält ihn auch noch ein bisschen am Leben. Aber wo ist der? Oben Ah, Mitte. da oben, ganz oben. Ja. Okay. Sehe es gerade. Ja, so ganz Wo hat ohne er denn seine Metzger. Werki? Seine Werki? Da ist seine Werki. Die Axt liegt da tatsächlich. Die Axt hat er Also. gebaut. Ja gut, er hat aber auch noch einen Haufen Baustellen da, ne? Also wird mich nicht wundern, Oh ja. wenn er die auch vielleicht auch schon länger. Oh, oder hat er irgendwann einen Planierbug vielleicht an dem Ding? Nee, sieht auch nicht danach aus. Nee. Da wird ein Wohnhaus gezimmert, da Oben wird noch ist ein eine Wohnhaus Kaserne. gezimmert. Da wurde ein neues Wohnhaus gesetzt. Da kommt sie. Ja. Okay. Ja gut, er hat es doch realisiert, aber sehr spät. Dafür, damit er es sehr früh gebaut Er hat. hat noch Eisen, das kann man mal Ja. festhalten. Ah, wird es durchgebaut? Patrick soll erstmal Nee. Fuel the Wave spielen. Ach, Fotor, das ist auch so ein Projekt. Das machen wir nach der WM. Irgendwie muss es ja weitergehen mit Siedler-Content. Und ich freue mich Der auch Modus ist so auch witzig. sehr auf die neue Defeat the Waves-Version, dann mit 15 Schwierigkeitsgraden. Was? Warte. Okay, das ist geil. Ja, da freue ich mich drauf. Die wird erstmal wieder durchgesuchtet, bis ich den schwersten Schwierigkeitsgrad durch habe. Das machen einige. Spielen 2 Wochen Ja, nichts es macht einfach anderes. Laune. Nur Es macht einfach um Laune. dieses Statistik posten zu können im Statistik-Channel. Ne? Ich war Erster. Es macht auch einfach Fun. Es ist ja Und so. dann kommt gleich ein Kommentar drunter, wenn der erste. Po ja, das hast du ja nur alleine gespielt. Das musst du schon mit 5 Spielern schaffen, sonst zählt das nicht.
Ja. Genau, richtig. Ja, gut. Alleine kann also, jeder. Ja, so nach dem Motto. So nach dem Motto. Wobei du das schon geregelt kriegen musst. Also so einfach ist es tatsächlich nicht alleine. Profis werden jetzt wahrscheinlich sagen, doch. Das ist mega easy. Ja, aber wenn du die normale Wirtschaft im Kopf hast, wie es funktionieren soll, dann kriegst du auch die Vize Raves hin. Was? Nach jedem Fehler. Patrick, halt nochmal sagen, please. Was soll ich nochmal sagen? Stimmt machbar, aber ob das Spaß macht? Ja. Ach so, Battle Royale in Siedler 4, ob das Spaß macht? Es wäre halt mal was ganz anderes. Oh, musste ja. Große Map sein. Es dürfte maximal 4 Spieler sein. Jeder gegen jeden natürlich. Und man müsste die Map natürlich auch so bauen, dass wenn man zur Mitte hin expandiert, halt auch immer wieder alle Ressourcen findet und dass man vielleicht auch nicht sofort zur Mitte kann, als sich irgendwie vorpionieren oder so. Das müsste man aber alles erstmal testen und es ist noch eine Idee. Aber dass da vor mir noch keiner drauf gekommen ist. Wobei, wir haben noch 11 Minuten. Battle Royale ist ja gar nicht mehr 2021 der Shit, ne? Das ist ja schon wieder durch, das Thema. Ja. Spielt eigentlich noch jemand Fortnite? Ich bin da völlig raus. Nee. Keine Ahnung. Das ist bei mir komplett vorbeigegangen. Komplett. Ja, eben. An mir auch. Anfangen. Also ich meine, ich spiele schon Shooter. Bin mit Destiny aufgewachsen. Also wer den Shooter kennt. Oder MMO-Shooter vielleicht. Aber Fortnite war nie was für mich. Nee. Nö. Gebrauchte Ressourcen, Sandy, zieht nach wie vor. Oder was heißt weg? Vorhin waren es 60, jetzt sind es immer noch 60. Also sie hält das? Ja. Ist noch im Rahmen, ja, für Caravan. Oh, jetzt leckt's aber. Ja, es geht wieder. Oh, das war gerade der Speicherpunkt. Caravan lässt aber Soldaten raus. Ja, Sandy macht das noch nicht. Doch, hat auch schon ein bisschen was gedrückt. Jetzt schon 27, mit 18, mit 18 19 nicht. Fängst du an. Ach doch, da sehe ich sie. Tatsache. Bei Sandy fehlt das... Da fehlen Waffen. Nee, da fehlt das Gold, aber die hat ein volles Goldlager. Hä? Wollte ich gerade sagen. Da fehlen Waffen. Die hat nicht so viele Waffen. Aber an der Kaserne liegen ja genug Waffen. Und da liegen Schwerter. Fehlt das Gold. Müsst ihr vielleicht eine zweite Kaserne bauen dafür, um eine höhere Abfrage zu kriegen. Ja. Das wäre klug. Oder sie hat halt tatsächlich so einen Bug, was das angeht. Das wäre natürlich unlucky. Da müsste sie das Lager reißen da oben. Ja. Aber das wäre natürlich bitter. Aber das fällt auf, glaube ich. Ja, ich beobachte das jetzt einfach mal. Ob da was weggeschlagen wird oder nur von den Eisen, von den Goldschmelzen oder der Goldschmelzen. Rob schreibt, es ist kein Bug, das sind nur die Laufwege, es macht doch keinen Sinn für die. Die holen doch irgendwo anders her das Zeug. Ja, direkt von den Goldschmelzen. Aktuell. Ja, mal gucken, was da passiert. So, der Wall bei Caravan, er hat jetzt nur, er hat auch zwei Lager gehabt, aber er ist halt schon leer, wo Sandy noch ein volles hat. Und es ist wieder irgendwas im Blitz draufgegangen. Ja, da sind jetzt nicht mehr so viele Geologen am Start. Doch, zwei hat Caraban noch, die sterben können. Sandy tatsächlich gar keine mehr? Fragezeichen. Alle tot. Einen noch. Damn. Aber ich ist ja nicht so, dass ihr es angekündigt habt, ne? Dass es hier so kommen wird. Sie hat auch nur zwei laufende Gold. Ne, drei mal, laufende Gold. Caravan hat jetzt auf dem zweiten Berg, den Sandy noch ignoriert, drei Goldminen setzen können und er könnte noch eine vierte setzen. Also ja, von Arsch war das drei, nicht, ne? 4, 5, 6, 7, 8. Und Sandy hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah, kann einen Unterschied machen. Ja, er ist nicht auf dem großen Berg jetzt so aggressiv vorgegangen.
Bin auch gespannt, ne, wie das jetzt dann bei PT-Ende laufen wird. Das ist jetzt natürlich ein Ziel für Sabos. Direkt, instant. Gerade bei Sandy, die 4 Goldminen da. Oder 5. Ja, wieso hatten die Kellerbahn eigentlich nicht, die 5? Weil der nicht so weit rausgegangen ist. Doch, eine hat er jetzt gesetzt da. Er traut sich das noch nicht so ganz. Das sieht halt bei ihm, also für ihn dürfte es ein bisschen knapper aussehen als für Sandy. Ja, genau. Deswegen traut er sich eventuell nicht. Aber er pioniert es jetzt auch. Ja. Genau. Das ist auch wieder aber Vorteil für Sandy, weil sie da die viel kürzeren Laufwege hat. Viel besser. Und jetzt schauen wir nochmal an ihr Lager. Das hat es immer noch unverändert. Jetzt wurde bis jetzt auch nichts davon weggenommen. Und es wird in das andere Lager, da geht Gold rein und kommt direkt wieder raus. I don't know. Ich meine, dass sie eine Überproduktion an Gold hat, ist logisch. Sie hat ja auch gut was. Dass sie davon so schnell nicht runterkommt, ist auch klar, mit einer Kaserne. Aber theoretisch müsste da eine zweite mindestens nachkommen. Damit sie da wirklich was drücken kann. Weil das sind ja allein mindestens 16 Soldaten Level 3, die da an Schwertern drin liegen. Mich wundert, dass sie keine zweite Kaserne setzt. Wie ist das bei Kerabahn? Auch nur bei eine. Kerabahn aktuell auch nur eine. Braucht aber auch nur eine. Aber ja, nix. Richtig, weil er hat nicht so viel gehabt. Also nicht so viel Vorlauf. Ich sehe da zwei. Nee, eine Waffenschmiede bei Kerabahn, die wird wahrscheinlich nicht besetzt sein. Ja, da hängt keine Fahne dran. Genau, im Filter wohl ein Hand. Yep. Nee, die kommt jetzt besetzt. Kommt gerade, läuft gerade rein. Die lief nicht, dann hat er 1, 2, 3, 4. Also 3 am Laufen, jetzt 4. Sandy hat 1, 2, 3, 4. Auch nur 4? Jupp. Aber da sind die Wege sau weit, ne? Was ist das denn? Guck mal die Goldschmelzen an. 1, 2, 3 bei Sandy. 4, 5 oben rechts nochmal. Alter, da geht's ja weiter. Oh, lol. Okay. Sie expandiert nach oben, ja. Sie holt richtig Nahrung rein. 5? Sie will ins Kerabahn. Mit auch 5. Yep. So. Wo ist der Witz? Ja. Dass Sandy halt so viel Gold vorgelagert hat. Das hat Kerabahn nicht. Ne? Ja, also bei Kerabahn läuft jetzt auch die Kaserne. Dem wird auch eine zweite Kaserne gut tun, glaube ich. Ja, natürlich. Weil die Abfrage einfach höher ist. Aber ihm tut es, glaube ich, jetzt gerade viel besser, wenn er Siedler bekommen würde. Und kein Siedler geht an dieses Lager ran bei Sandy. Was ist das? Das ist die Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass es verbuggt ist. Es können auch die Laufwerke sein, so wie Rob aber das jetzt, gesagt hat. Jetzt, ja, jetzt können sie auch wieder aus dem unteren Lager Gold rausziehen, die Siedler. Schwierig. Andersrum wäre es ja, wenn es jetzt abreißen würde, würden die ja eh alles von da nach unten ins Lager ballern. Aber da wäre das sinnvoller, theoretisch. Weil das Lager, wenn das voll ist, wird du kannst rekrutieren wie ein Weltmeister. Jetzt kommen da wieder Waffen. Aber, ja, Was haben wir denn? 67 zu 64. Sandy kommt immer so ein kleines Stückchen jetzt mittlerweile ran. Aber die hat er ja immer noch. Doch, warte mal. Die Waffen aus dem oberen Lager werden abgeholt. Da, wo das Gold drin hängt. Da wurden Waffen rausgenommen. Aber noch kein Gold. Ja, Gold hat es ja unten. Ja, ja. Aber auch nicht so viel. Und Sandy baut only Schwerter? Haben wir jetzt öfter gesehen? Nee, ein paar Bogenschützen sind dabei. Nee, sie hat mich drin. Sie hat mich drin, ja. Aber. Die baut aber mehr Schwerter als Bögis. Ja. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Also das sieht vom Plan her sieht es eigentlich so aus, so nach dem Motto, okay, pass auf, ich möchte gern am Anfang richtig Druck machen, also wegen Schwertkämpfern, übermäßig Schwertkämpfern. Wenn das nicht funktioniert, habe ich hier eine richtig fett laufende Wirtschaft. Das heißt, ins Late Game dürfte sie kommen. Drüben siehst du das nicht so heftig. Gut, da oben wurde ein bisschen nachgelegt an den Farmen. Ja. Was haben wir da? Da haben wir nur Bogenschützen, ne? Ja. Der geht dann ein bisschen mehr auf. Nee. Aber er rekrutiert nur Bogenschützen, oder nicht? Er hat Schwerter da liegen, aber er rekrutiert nur Bögis. Ja. Ey, das hatten wir doch in der Vorrunde mal. Weißt du noch?
haben mir, glaube ich, kommentiert. Und dann ist das Stream zusammengebrochen. Wir müssten laden. Ich glaube, es war Heroes Florian, was? Ja. Und nach dem Laden hat das dann, also er hat es gar nicht gemerkt, aber nach dem Laden hat er dann den Klick neu setzen müssen und hat beide angeklickt. Ja. Und hat dann alles durchrekrutiert. Hat, glaube ich, trotzdem verloren. Aber grundsätzlich, es werden halt keine weiteren Schwerter bei Caravan gebaut. Nur halt die paar, die da jetzt an der Kaserne liegen. Sonst werden nur Bögen durchgebastelt. So, militärisch, Caravan 67, Sandy 80. Verbrauchte Ressourcen, Sandy auch fast 100 vorne. Kampfkraft Sandy ein bisschen vorne mit 4 Punkten. Es läuft für Sandy. Wir haben noch knapp 2 Minuten bis Ende PT. Reicht natürlich, der Abstand reicht wahrscheinlich nicht, um einen hier direkt rauszunehmen. Haben eigentlich beide noch ihren Stadtturm stehen. Sandy nicht. Caravan ja. Und auch komplett unbewacht. Sandy könnte eventuell aber leicht Probleme kriegen, was Wasser angeht. Da hat der Rob recht. Belgien hat gegen Portugal gewonnen. Gott sei Dank. Hat Cristiano Ronaldo ein Tor geschossen? Ganz wichtig. Da freut sich übrigens Sandy baut die zweite Kaserne jetzt nach. Die steht jetzt fast. Und wenn sie da jetzt noch einen Turm weitersetzt, dann kommt sie ans nächste Wasser, was sehr wichtig für sie wäre, weil wenn du dir die Wasserwerke mal bei ihr anschaust, also eins ist okay, die anderen beiden, hui, die haben ein bisschen längere Wege. Belgien weiter, Holland raus, ne? Schöner Tag. Portugal auch raus, toller Tag. Mit mir. Aber bitte nicht Sandy raus heute. Ich hätte gern hier noch ein drittes Spiel nächste Woche. Vor allem, da ich ja nächste Woche noch gar keinen Stream habe. Also morgen gibt es nochmal 2 Spiele, die laufen aber alle vor 22 Uhr. Leider. Und für Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag haben wir noch keine Termine. Dabei sind noch so ein paar Entscheidungen offen im 16-Finale. Nicht mehr viele, aber ein paar sind offen. Mich würde interessieren, wie es bei Bibo gegen Super Burschi gerade steht. Kann da mal jemand rüberklotzen und mal Infos in den Chat schreiben? So, 10 Sekunden. Wir haben PT-Ende. Jo, sie ist weg. Vince. Der Kill-Counter ist jetzt abgeschlossen. So. Also, ja. Der Blitze-Kill-Counter, der große, kommt jetzt gleich. Und wir vergleichen nochmal 67 bei Caravan, 90 bei, 96 bei Sandy. Yep. Caravan ist seit 100 Minute 50, glaube ich, ordentlich. Auf 67 stehen geblieben. Er hat keinen Soldatenproduktion. Ja, Kaserne ist nichts. Aus, jetzt hat er sie wieder an. Dementsprechend ist auch sein Lager jetzt vollgelaufen. Da war wahrscheinlich ja, wie gesagt, er Siedlermangel im Spiel. Wenn man jetzt auch guckt, er hat ganz links da, kommt ein Wohnhaus, die rennen direkt instant irgendwo hin. Ja, da war wohl Siedlermangel Sandy im Spiel. Sandy zieht die Soldaten vor, gucken, wo sie die hinschiebt. Vielleicht sieht sie sogar, dass er Probleme hatte und dass sie, die hat sie ja, 4 Stück hat sie drüben anscheinend. Oder irgendwo auf der Karte. Also wenn du so viel Schwertis baust, musst du doch fast angreifen. Ja, das ist ja der Plan eigentlich dahinter. Aber und auch die würde es durchaus sehen. Nee, Sandy Siedler, alles okay. Das geht. Da hinten hat sie nochmal jetzt 2 Kasernen gebaut. Ganz rechts, da sind auch jede Menge Siedler. Also da hat sie erstmal keine Probleme. Nein, bei weitem nicht. Yo, Caravan. Aber sie müsste wirklich mal rüber. Zumindest mal anklopfen und sagen, hey, was machst du da gerade so? Das wäre wichtig. Werden bei Caravan Wohnhäuser fertig? Ja, werden fertig. Die stehen jetzt auch wieder. Ja. Jetzt hat er natürlich das Problem, dass er immer noch nur eine Kaserne hat. Die kriegt er jetzt natürlich auch nicht wegproduziert mal eben. Nö. Damit sein Waffen- und Goldüberschuss. Eieiei. Keine Chance. Oh, Morbus Hüli. Prost. Prost. Was mir aber tatsächlich sehr gut, also wenn wir uns jetzt mal kurz die Basen so ein bisschen vergleichen, was mir sehr gut bei Sandy gefällt ist, dass das Wichtige, die Nahrung, wirklich relativ mittig gebaut worden ist. Die Grundnahrung erstmal oben rechts, das wurde ja danach adaptiert. Aber
Das sieht eigentlich sehr, sehr solide aus. Damit hast du sehr kurze Wege. Wenn du das jetzt mal nach links schaust bei Keraban, hast du da etwas weitere Wege, was die Nahrung angeht, teilweise. Auch wenn die Bäcker relativ näher am Berg stehen. Aber das ist alles so ein bisschen langgezogen halt, ne? Die Mühle muss erst noch ein bisschen Guck laufen. dir mal die Minen an bei Keraban. Die stehen blank, wenn ich das richtig sehe. Da liegt nicht sehr viel Außer die Nahrung unteren, dran, die ne? Mal unteren immer nicht. mal wieder ein bisschen Fisch. Ja. Er hat immerhin geschafft, die Pyramide leer zu kriegen. Aber durch seinen Siedlermangel. Ja, der Siedlermangel wird ordentlich reingekickt haben. Also da kannst du drauf wetten. Fisch liegt ja auch voll. Guck dir mal die Fische an. Wenn der die ransetzen könnte an die Minen, boah, die würden laufen. Die würden richtig laufen erstmal. Also für Die liegen ja alle Caravan voll. gerade nichts anderes wie Wohnhäuser, 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 macht er ja auch. Ja. Das ist sein Problem gerade. Und Sandy zieht halt soldatentechnisch immer ein Stückchen weiter weg, Nee, ne? tut sie nicht. 30er Abstand hat Ada gehalten, weil er jetzt auch wieder weiter rekrutieren kann. Mal gucken, aber Sandy hat jetzt drei Kasernen zu einer. Guck mal, und das Goldlager ist immer noch voll. Jetzt hat sie da Spitzhacken drin liegen. Ich gehe davon aus, dass das Gold da verpackt ist. Nee. Kannst du mir Die erzählen, hat du einfach zu willst. wenig Waffen. Ja, das auch. Aber, ja. Sie hat ja mittlerweile schon zwei Kasernen. Verbrauchte Ressourcen 990 zu 1073. Na. Es riecht nach Spiel Aber. 3. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Aber ich glaube, Sandy hat jetzt gerade nicht so recht den Plan, wie sie jetzt hier weitermachen soll. Ich hätte eigentlich erwartet, die geht voll drauf. Minute 50. Habe ich auch. Oder Ich sie verstehe wartet, nur bis nicht, sie wovor sie jetzt 100 kK Angst hat. hat. Keine Ahnung. Ja, aber sie ist ja schon im Power Spike drin. Sie ist schon im gleichen Power Spike drin, wie als wenn sie gegen ihn drüben kämpfen würde. Karaban holt auch wieder so Ich ein bisschen meine, auf militärisch mit seiner einen Kaserne. was sie ja theoretisch auch machen könnte, wenn sie wirklich auf KK wartet, einfach mal kurz ein Zielreset setzen, weil dann wäre das Goldlager weg. Weil die kann es ja eh gerade nicht verwerten andersrum. Boah, jetzt geht die Armee los bei Karaban und trägt die Fische weg. Alter, ist ja richtig Ja. Alarm jetzt. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Ja, aber das könnte Sandy zum Beispiel machen, wenn sie unbedingt das auf KK wartet. Das hat irgendeinen anderen Grund. Ich kann dir nur nicht sagen, welchen. Also jetzt hat er sein Siedlerding erstmal. Er hat auch wie verrückt Wohnhäuser gebaut. Ja, muss er. Muss er. Jetzt reißt er welche ab. Ich glaube, er möchte eine Kaserne hinsetzen. Muss aber noch mehr abreißen. Eieieiei. Also Sandy vorne, aber jetzt nicht so krass vorne. Hat sie eigentlich jetzt auch den zweiten Berg bebaut? Ja. Bringt jetzt da auch mit einer zweiten Produktion an. Warum auch nicht? Bisschen blöd für den Wald vielleicht, weil sie ja wieder alle durchlatschen müssen. Ich erwähne es in jedem Stream, glaube ich. Dabei hat es noch nie eine Rolle gespielt. Und Sandy hat auch so ein bisschen Platzprobleme. Ja, Also Platz ist jetzt ist halt vorhanden, nach aber sie oben müsste rechts, halt mal ne? ihr Land erweitern. Ich weiß ja gar nicht mal wohin Das ist mit. auch schon die dritte Kaserne übrigens. Wo? Rechts bei der zweiten Schafzucht. Ganz Was? rechts. Die stehen doch schon ewig. Ja, die dritte? Nee. Ja. Doch. Die dritte Kaserne steht nicht ewig. Doch. Bestimmt schon 10 Minuten. Die zweite, ja. Nein, beide. Die hat die gleichzeitig gebaut. Doch. Ich spule zurück. Ich hab recht. Nein, hast du nicht. So, bei Karaban läuft übrigens der Metzger. Warum sollte der auch nicht laufen, ja? Dem haben sie erstmal, der was, weißt du, der erste Tag in der Arbeit, neuer Job, ne?
schließt die Tür auf, fällt dir erstmal so ein Berg Schafe ins Gesicht. Ja, ja, mach schon mal. So ungefähr muss es bei Karaban gewesen sein. Wir haben Arbeit für dich. Direkt keinen Bock mehr, ne? Direkt wieder heim. Da kann ich die paar Sekunden Pause, die sie zwischen ihren Arbeitsvorgängen schieben, durchaus verstehen. Er hat immer noch seinen Stadtturm da stehen. Er hat mittlerweile einen großen Turm gebaut, aber ich glaube, er hat seinen Stadtturm vergessen. Ja, mal abwarten. Das ist unter Umständen richtig fatal. Sandy weiß es aber offensichtlich nicht. Die scheint ja keine Vision zu haben. Die will ja generell nicht angreifen irgendwie. Nee. Ich meine, wenn sie alte Andorra-Schule, Sandy, alte Andorra-Schule, wer angreift, verliert. Ja, das ist echt die schlimmste Aussage in Siedler 4 ever. Schwierig, schwierig. Du musst den Angriff einfach nur gut machen, dann gewinnst du auch. Du musst einfach 4 Stunden nichts machen und warten, bis dein Gegner kommt. Hast du gewonnen. Ja. Ja. Oh Mann. Ja, 170 zu 155 Militär. Sandy jetzt über 100 KK, 102. Karaban aber nicht weit weg mit 98. Verbrauchte Ressourcen. Ja, Sandy zieht ein bisschen weg. Nach wie vor. Ganz, ganz, ganz leicht weg. Ja. Wir spielen übrigens Enhanced Edition. Ja, beide keinen Siedlermangel mehr. Muss man vielleicht auch erwähnen. So, Sandy macht sich ein bisschen Platz, baut jetzt mal wieder ein paar Türme, da warte ich schon ein bisschen länger drauf. Auch nach unten erweitert sie. Bei Sandy liegen auch die Fischer alle voll, ne? Ja, jetzt schon. Aber nicht, weil sie Siedlermangel hätte, sie hat sie nur für Eisen und für Gold. Ist ja auch vollkommen korrekt, ich meine, sie hat genug Nahrung. Ja, gut, die Kohlemine sind nicht... Ihr fehlen Spitzhacken? Wo ist ihre Werkzeugschmiede? Der hämmert auf jeden Fall irgendwas. Mehr oder weniger. Baut der Spitzhacken? Ja, er baut Spitzhacken. Ja. Sonst? Ja, stimmt. Nahrung ist nicht das Problem. Sie hat einfach zu viele Fischer gebaut. Momentan. Ja. Also muss ja nichts Schlechtes sein. Weiß nicht, ob das jetzt Sinn machen würde, die zwischenzulagern. Ja, tatsächlich schon. Direkt am Berg? Und da hätte sie auch Platz. So. Ich meine, ihre Nahrung dürfte theoretisch nie wieder einbrechen, solange sie ihre Siedler im Griff hat. Weil das läuft ja einfach wie ein Uhrwerk. GG Simon halt im anderen Game. Super Bushi hat gewonnen. Damit ist er durch, oder? Nö, das war das Spiel 1 bei dir. Achso, war das erste Spiel, okay. Aber schön, dass sie es fertig gespielt haben und es nicht ein Free-Win geworden ist, weil kurz davor. Ja, das ist richtig. Was ich mich ja frage, ich meine, die Blitze sind weg, warum guckt man nicht zumindest mal, was so in der Mitte abgeht? Ne? Einfach mal reinschauen. Da steht schon immer mal wieder ein Dieb, ne, in der Mitte, aber halt nur bis zur Mittellinie. Ja, aber da muss ja ein bisschen mehr kommen. Ich meine, Karaban moved. Ja. Sandy-Soldaten stehen ja schon mal besser als von Karaban, das ändert er jetzt anscheinend. Karaban only Bögies. Warum auch nicht? Karaban hat hier am wenigsten zu verlieren, ne? Er ist nicht raus, wenn er hier verliert. Dann gibt's halt Spiel 3. Bei Sandy sieht's halt anders aus. Sie müsste Gas geben, ja. Vielleicht ist das auch der Punkt bei Sandy. Sie denkt, ey, komm, du bist der Spiel 1 gewonnen hat. Ey, dann greif du mich doch an. Oh, da ist gerade auch ein Dieb gestorben. Bei Sandy im Land. Also Karaban hat... Habe ich gesehen. Hat gescoutet. Passt zu seinen Truppenbewegungen. Ja, ja, aber er schiebt sie nur rüber zum Berg, um die ein bisschen mehr zu dürfen. Der macht da jetzt nichts mega weltbewegendes. Ey, ich sag's dir, der Stadtturm wird das Spiel entscheiden. Das wäre witzig, wenn dem so wäre. Was hab ich jetzt gemacht? Also wenn du das scoutest, würde ich es auch machen. Wenn der fällt, was fällt dann alles? Alle Wasserwerke, die er hat? Beide Mühlen? Beide Tierzuchten, diverse Bäcker. Ey, das GG, da fällt sogar zwei Sägewerke weg. Ja. Ah, ja. Der Metzger, das ist vorbei. Wenn das denn gescoutet werden würde.
Ja, kostet ja nichts, ne? Sie hat ja genug Siedler, da kann man Nö. doch mal einen Dieb draus machen, um einfach mal hochklicken. Im Theoretisch schlimmsten schon. Fall verreckt er früh, aber. Übrigens, das Goldlager wird endlich mal ein bisschen leerer. Schön. Ja, und Aber jetzt halt trägt, immer noch glaube nicht ich, genug jetzt habe ich Sachen. gerade gedacht, da trägt wieder ein Siedler Gold wieder rein. Ja, passieren können. Ja, und Witzig wäre es das ja. ist halt echt ein bisschen assig, ne? An den, an allen Kasernen liegt kein Gold. Aber schön im Goldlager. Natürlich. Witzig wäre es ja, wenn Sandy links jetzt an den Berg entlang geht Und er rechts. und Caraban durch die Mitte oder rechts. Ja, viel mehr Witzig wäre. Möglichkeiten gibt es ja auf der Map nicht. Nicht unbedingt. Aber hier würden Sabos, die würden so viel machen. Ja, genau, du musst ja nicht mal beim Gegner einmarschieren hier. Du musst ja dich nur mal ein Nö. bisschen auf dem Berg breit machen, ein bisschen und Sabos auf Ja. die Goldminen mal anhacken oder so. Du provozierst ja deinen Gegner dann schon, dass er auf dich drauf geht. Karaban Das hat ja ist alle korrekt. Trümpfe auch in der Hand. Der könnte Sandy ja hier super nervös machen. Boah, das klang jetzt wieder falsch. ja, er könnte sie halt ein bisschen provozieren, weil er ja schon einen Sieg hat. Was hat er denn mit seinem Schwert? Ist da ganz rechts vor? Bist du noch da? Ich bin da, Gerade so ja. ein komisches Geräusch. Ich habe gedacht, du bist vielleicht vom Stuhl Alles gut. gefallen. Ente! Danke für Prime, für sagenhafte. Guck mal, die Ente ist eine richtige Ehrenente. Für sagenwogene 18 Monate. Gute Sache. So eine Ente hab nur ich. Lucky Bean fragt gerade, moin, gibt es spezielle Regeln im Match? Ja. Also, jetzt eigentlich nicht mehr, nachdem die PT rum ist. Jetzt können sie sich eigentlich alles, was sie wollen, in den Kopf werfen, inklusive reinbauen und allem. Aber die machen es auch nicht, Regeln ne? gab es nur die ersten 50 Minuten. Ja, leider gibt es auch keine Regel, dass sie jetzt hier nicht noch 2 Stunden so weiter rummachen und nichts tun. Übrigens, Karaban holt auf, ne? 213, 221. Er hat die Lücke dann fast wieder geschlossen. Er hat auch mehr Siedler momentan. KK hat er auch gleich wieder aufgeholt. Nur verbrauchte Ressourcen hinkt er ein bisschen hinten. Aber Ja, die gut, verbrauchten, aber. das, was Sandy mehr verbraucht hat, liegt bei Sandy im Lager rum. Ja. Und wird nicht abgeholt. Das ist wohl richtig, ja. Bitter. Aber ich meine, es funktioniert ja momentan bei beiden. Nur, dass die. Ich vermute, sie arbeiten. Warte mal. Sind ja 12 Diebe? Sind die jetzt wirklich zum Scouten oder sind die nur zum. Die haben Haus gerissen und die müssen mal kurz weg. Was? Nochmal, was? Ich war Sind gerade. ja 12 Diebe. Ist die Frage, ob sie die nutzt oder ob sie jetzt einfach nur wegen dem Haus da sind? Also 2 stehen auf dem Berg. Könnten auch von Karaban sein, natürlich. Naja, hat er auch nur 2. Theoretisch wäre das machbar. Weiter unten in den Steinfeldern oder im Wald, da steht tendenziell nichts. Auf der Minimap sieht man auch nichts. Und oben auch nicht. Tja, wo sind diese Diebe? Gute Frage. Einer bewegt sich jetzt. Dürfte aber einer von Caravan sein. So wie der sich bewegt. Noch 3 Solis Ne? Unterschied. Wenn Karaban das gut Verrückt. macht mit Only. Aber Only-Bogenschützen ist dann auch nicht das Beste, ne? Er müsste schon eine Front Schwertkämpfer haben, um halt die Schwertkämpfer von Sandy abzuhalten. Dann wäre es Ja. perfekt. Er baut zwischendurch Schwertkämpfer. Oder er kriegt sie in irgendeinem. Gut, auf dem Berg kriegt er sie halt nicht hinter eine Häuserwall. Nein, 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 nein. Nicht machbar. Das wäre dann auch eher pro Sandy. Ist aber halt die Frage, was hier jetzt halt passiert, ne? Nur doof durch die Gegend gucken und drohen wie so Bekloppte. Ja, das geht. Aber es passiert halt nichts. Gamers Lounge oder Schüsten, whatever. Danke für deinen Raid, by the way. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Spiel. Dass ihr nicht noch ein viertes Mal oder drittes Mal neu laden musstet. Bei uns ist es gerade nicht ganz so spannend. 2 Solis Unterschied.
Übrigens alles L. Nee, nicht alles L3. Mhm. Sandy 227 L3er? 226? Doch. Doch, alles L3. Und Sandy hat noch Goldminen gefunden in der Mitte vom Berg. Boah, nicht wenige. Sind halt zwei Stück. Guck mal, wie Caraban die pioniert hat, die Goldminen. Mhm. Das ist ganz witzig. Ja, man kann die Laufwege auch lang machen, ne? Kann man ja. Künstlich. Ich würde jetzt gerne wissen, tatsächlich, was denken die beiden so? Das wäre sehr interessant zu wissen. Komplette Party. Ja, sie. Wenn Sandy einfach mal scouten würde, ja, dann würde hätte sie. Ah, oh, der Stadtturm ist weg. Ich nehme alles zurück. Fuck. Also doch ein 3-Stunden-Spiel. Oh Mann. Oh Mann. Hm. Ich meine, es läuft ja bei den beiden wirklich konstant. Jetzt mittlerweile sind sie halt wirklich eben auf, komplett eben auf. Sie haben die gleiche Solli-Anzahl. Witzigerweise hat Sandy. Warte mal, die haben noch 259 beide, ne? Ja. Sandy hat dann ein Level 2 Soldaten oder sowas gemacht. Oder eine Stadttruppe irgendwo verloren. Nee, kann auch nicht sein. Ach, was weiß ich. Nee, geht nicht. Doch. Nee. Oder Caraban hat einen verloren, einen mehr produziert. So wird es sein. Caraban hat einen L1er verloren, deswegen. Jetzt hat Caraban 277. Also Caraban zieht davon. Sandy war, jetzt haben wir über eine Stunde gespielt. Sandy war die ersten 60 Minuten konstant die bessere. Nicht viel. Aber immer vorne und Caraban hatte am Anfang hat er Holzmangel, da ist sein Sägewerk nicht fertig geworden. Dann hatte er Siedlermangel, das hat ihn zurückgeworfen. Aber jetzt hat er das alles gelöst, seine Produktion läuft und er baut auch seine Schwerindustrie unten weiter aus, glaube ich. Oder sind das nur Wohnhäuser? Ja. Aber das Witzige daran ist, Caraban macht das Ganze mit einer einzigen Kaserne, wenn ich das richtig sehe. Immer noch. Ja, und Sandy ist mittlerweile bei der vierten dran. Ja, aber bei Sandy kommen ja nie Goldbarren irgendwie an die Kasernen. Ganz komisch. Ja, das ist das, was ein bisschen komisch ist. Ich meine, sie hat nicht wenig. Sie hat mindestens die gleiche Produktion wie Caraban da drüben. Nur bei Caraban läuft diese eine Kaserne konstant. Bei Sandy irgendwie alle vier nicht. Waffen liegen da genug. Bei Caraban liegt das Lager, Rob schreibt es auch gerade, halt direkt an der Kaserne. Das ist perfekt gebaut, das ist optimal. Ich würde es, glaube ich, sogar abreißen. Sandy hat auch so ein Lager, ne? Ich sollte, ja. Und jetzt ist wieder drüben alles voll bei Sandy, ne? Das ist ein Lager. Ja. Ich meine, wenn mir auffällt, dass mein Lager immer da voll ist, aber das andere leer, was eigentlich viel wichtiger ist, dann würde ich es da oben einfach abreißen. Nur für den Fall, dass einfach alles runtergetragen wird. Dann läuft ja auch alles ein bisschen flüssiger. Und also wäre so meine ihre Idee. Ihre Kasernen ganz rechts, die sind halt wirklich ab vom Schuss. Da muss halt auch erstmal was hingetragen werden. Ja, das Witzige ist ja an der Sache, da sind zwei Goldschmelzen daneben. Ja. Die liefern wahrscheinlich auch dahin. Aber bevor die da hingeliefert haben, sind zigtausend Waffen da. Aber halt kein Gold. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Aber jetzt hat Sandy wieder aufgeholt. Also es geht schon in Wellen. Jetzt sind's Sandy produziert Level 2. Aha, daher hat sie aufgeholt. Okay. Gut erkannt. Sehr gut gemacht. Ja, am Statuen. Sie merkt, sie kriegt das mit dem Gold nicht gebacken, also baut sie jetzt L2. Yep. Ja, ein kleiner Schwung L2 ist drin. Und Caraban hat das momentan nicht nötig, ne, mit seiner eigenen Kaserne. Nö. Aber auch er das hat läuft. Deutlich mehr Waffen, also er könnte auch mit L2er deutlich mehr Militär dahin klatschen. Für den Fall der Fälle, ja. So, jetzt habe ich lange gesagt, das geht deutlich für Sandy aus, jetzt bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Allerdings muss man sagen, gehen wir mal davon aus, dass die beiden jetzt gleich aufeinandertreffen würden und das wird eine Nullrunde für beide, ne? Also beide reiben sich komplett auf. Ja. Dann dürfte Sandy aber trotzdem theoretisch viermal schneller produzieren, selbst wenn es nur Level 2 oder Level 1er sind, als sein Gegner. Warum viermal schneller? Ja, das ist nur eine Kaserne auf der anderen Seite.
Du hast doch viermal die Anfrage. Die eine Kaserne produziert aber mehr, besser wie bei Sandy alle vier zusammen. Ja, aber ich schätze, wenn es nicht um das Gold geht, sind alle vier Kasernen wesentlich konstanter als die eine. Ey, aber warum baut der keine zweite? Jetzt mal ohne Witz. Weil so passt doch. Also er beliefert mit dem, was er da stehen hat, läuft alles. Er hat flüssig. Nicht mehr Gold, ne? Er hat nicht mehr Gold. Er hat sogar weniger eigentlich, weil Sandy ja unheimlich viel vorgelagert Solange hat. Solange er kein Blech drücken so muss, ist die eine okay. Aber dann, mal, wenn er dann mal schnell mal welche rausdrücken will, dann hat er halt gleich ein Problem, dann geht das nicht, wie gesagt hast. Ja. Und auch ihm geht jetzt so langsam der Platz aus. Nach links kann er noch Wohnhäuser setzen. Juri, ich könnte auch noch nach rechts oben gehen, da ist mega viel Platz. Muss man nur mal einen Turm hinkriegen. So, Sandy geht jetzt auch wieder zur Mitte vom Berg zurück. Ach, die haben das 100 Pro gescoutet. Guck mal, da stehen doch Diebe. Die werden sich hier in der Mitte an den Goldminen treffen. Das wird in die Geschichte als der Goldminen War 21, der neue Goldkrieg. eingehen. Gold Wars. Ja, und es werden auf jeden Fall viele Truppen beteiligt sein. Das kann man auch schon mal festhalten. Oh ja. Das mit dem Gold ist echt brutal. Dabei spielen wir gar nicht Gold Edition gerade, gell? Ich habe nur darauf gewartet, dass das kommt. Oh Mann. Scheiße. Schön. Eieiei. Irgendwie musst du die Zeit rumkriegen hier. Ja. Ich will gerade mal gucken, wie die Goldschmelzen bei ihr überhaupt funktionieren. Aber die liegen in der Regel fast alle voll mit. Also Kohle haben sie alle. Gold, ja, die eine mal mehr, mal weniger, das ist normal. Die laufen halt trotzdem konstant durch, ne? Geraban kommt von seinem vollen Lager gar nicht raus. Was aber gut ist. Ja, aber da kommen konstant Truppen raus, ne? Ja, das ist es. Bei ihm läuft dieses Lager halt wesentlich konstanter also da wird, und da, effizienter. Als da wird andere. Gold verarbeitet, da wird sofort wieder hochgetragen. Das läuft wie am Fließband, ja. Das Ding. Mittlerweile ist das Goldlager aber tatsächlich komplett leer bei Sandy. Bis auf zwei kleine Barren. Hat es geschafft. Ja, gut, durch das L2er drücken natürlich. Ja. Aber sie hat trotzdem nicht mehr Truppen, ne? Was Witzige, nee. Karaban hat mehr. Aber, und das sind alles Level 3er bei ihm. Ja. Und das Witzige ist einfach, das Goldlager oben wird einfach wieder mit Gold vollgebaut und das untere denkt sich so, nö, wir brauchen kein Gold. Ich stehe vor der Kaserne, ich wäre effizient, aber da habe ich keinen Bock drauf. Bei Sandy wird Gold wieder eingelagert, dabei muss es an die Kasernen. Ja. Die schreien nach Gold. Diese Abfrage manchmal ist ein bisschen merkwürdig. Aber die drückt halt auch gut, Soldaten. Aber halt. Es wird wieder Gold eingelagert, die kriegt halt die Krise. Und dann auch noch am falschen Lager halt. Das ist das Schlimmere an der Sache. Sandy moved um. Verteilt sich etwas, ja. Wenn das Karaban sieht und dann mit allem, was er auf dem Berg stehen hat, drauf geht, dann ist vorbei. Wenn Sandy die fehlen, oder sie hat diesen kleinen Turm da oben erspäht, mit ihrem Aussichtsturm. Reicht das von der Vision? Ja, könnte reichen. Ja. Dass den sieht, dass sie dachte, jetzt gibt es hier vielleicht mal einen Easy Snack. Gut, Karaban könnte es verkraften, wenn er den Turm verliert, ganz ehrlich. Das macht ja da steht da zum Glück nichts. Aber da unten wird ein Turm gebaut. Ja, er tauert rein. Sehen wir das vielleicht auch mal? Sandy reagiert zumindest. Das oder auch nicht. Hat sie geschnallt. Das sieht sie natürlich durch ihren Aussichtsturm. Ja, das muss sie sehen. Ich meine, sie würde sonst auf jeden Fall mindestens eine Goldmine verlieren. Dass sie dann genau, wenn der Turm fertig ist, dann da drauf moved.
Mal gucken, ob das so läuft wie beim letzten Mal, wo wir beide zusammen gekartet haben. Geraban hat auch unten einen Turm gebaut Richtung Sandy. Da hat Sandy auch einen Aussichtsturm. Am Stein, ne? Ja. Ja, mal gucken. Beide haben jetzt knapp 400 Soldaten. Auf Wir jeden haben 50 Differenz an Level 3 So, ich Soldaten positioniere mich für jetzt mal Gerab. so auf der Minimap. Ich muss es mal ganz kurz für kleine Jungs. Du musst mal kurz weiter kommentieren. Das Spiel geht Jo, alles einfach zu gut. lang. Alles gut. Ja, ich kann rumscrollen, ihr nicht. Wir haben ja trotzdem eine 50er Differenz an Level 3 Soldaten. Ne? Wir haben auf jeden Fall Qualität auf Seiten von Karaban. Was auf jeden Fall auch ausschlaggebend sein kann. Und ich glaube sogar wird. KK-technisch sind die beiden ja relativ even. Das ist kein Problem. Endlich sehen wir mal mehr. Sir 13. Ja, natürlich. Dass das Spiel an sich stressiger für die Spieler ist, ist logisch. Wir Zuschauer oder wir Kommentatoren, wir denken uns so, hey, jetzt mach doch mal hier ein bisschen, mach Gas, gib Gas. Da, also, wir sehen ja alles, die sehen es ja nicht. Ne? Wenn die alles sehen würden, glaube ich, würden die genauso denken wie wir. Und natürlich ist es leichter, von oben darüber zu reden, als selber in dem Spiel drin zu sein. Da sieht man das Ganze anders, gebe ich dir voll und ganz recht. Aber es lebt ja auch davon, dass man auf jeden Fall scoutet, dass man mal guckt, was macht der Gegner oder wo positioniert er sich. Und das muss kontinuierlich eigentlich gemacht werden. Sandy will es ein bisschen mehr in die Mitte rücken, um da mal kurz drauf einzugehen. Karaban hat sich dann einen relativ guten Bogen erstmal hingestellt. Ich glaube, das will die gute Sandy jetzt mal nachholen, damit sie den auch mal bekommt. Und ich gehe fast davon aus, dass, wenn es in der Mitte zur Schlacht kommt, wird oben rechts der Turm freigesetzt. Oder freigegeben, dass er bebaut werden kann. Ne, er ist freigegeben. Der erste Bauarbeiter kommt da gerade. Ich korrigiere. Ich korrigiere. Sandy rückt ein bisschen von rechts ab, nimmt ein paar Soldaten mehr in die Mitte. Lass mal gucken. Jetzt haben wir mittlerweile 70, 80 Differenz. 80 Level 3 Soldaten Differenz. Boah. Das ist brutal. Aber dafür hat Sandy jetzt 20 Soldis mehr. Knapp. Nicht ganz. Nicht ganz. 13 tatsächlich. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ja. 438 und 420 Level 3 auf Karabans Seite. Und 467 Soldaten bei Sandy. Aber nur 333 Level 3er. Also haben wir da schon fast eine 90er-Differenz. Und Sandy geht etwas sehr spät hoch zum Turm. Die wird diese Minen da oben verlieren. Ich hoffe, ihr seht das im Stream. Ja, ihr seht das. Und damit ist der Turm weg. Boah, zwei Minen weg und der Aussichtsturm weg. Ja, das waren erstmal. Also die eine war zwar nicht fertig, die andere schon. Das hat Sandy sehr spät gesehen. Sehr, sehr spät. Böse. Das darfst du jetzt erstmal wiederholen. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Diese eine Goldmine kann durchaus was ausmachen. Ich meine, sie hat ja eh momentan schon Goldprobleme. Und ja. Foto. Welche Idee hattest du denn? Abkürzungszauber zum Schneeschmelzen für gute Kampflinie. Ja, das wäre witzig. Wäre sehr interessant, wenn die es machen würden. Soldatentechnik geht Sandy auf jeden Fall hart und mittlerweile an Karaban vorbei, aber es ist halt immer noch diese Differenz an Soldaten. An Qualität viel eher. Wir haben jetzt mittlerweile 100 Qualität Differenz. Das wird sich im späteren Spielverlauf. Es muss sich auf jeden Fall. Geh weg. Hab gerade fliegenden Besuch hier. Es wird sich auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen auswirken. Schauen wir mal. Ich gucke mal kurz ein bisschen über die Karte, um zu schauen, ob wir etwas übersehen, beziehungsweise ihr,
weil ihr nicht alles sehen könnt. Aber nee, nö, du wirklich nicht. Das Wichtige seht ihr tatsächlich. Ja. So, wieder da. Welcome back. Was habe ich verpasst? Nix, außer dass Sandy den Turm oben nicht gekriegt hat. Sie hat viel zu spät reagiert und hat die Goldmine verloren dadurch. Ha! Und er setzt. Boah, guck mal, setzen die ja da beide einen Turm nebeneinander? Ja. Jetzt wird richtig getauert hier. Ja, jetzt muss. Der Witz ist, Sandy hat es leider etwas zu spät gesehen und Caraban hat sofort Soldaten vorgezogen und damit hatte er den Save. Aber guck mal auf die Soldi-Differenz mittlerweile. Sandy geht richtig steil ab, aber guck dir auch mal die Qualität-Differenz. Ja. Also ich zoome hier mal eben ran für den Stream. Sandy mehr Truppen. Ja, aber L3er hat sie... Oh, weit 100, über 100 weniger. Ja, mittlerweile mehr als 100. KK spielt auch überhaupt keine Rolle. Nee. Aber die Qualität, die wird sich auswirken gleich, wenn die loslegen. Jetzt haben sie natürlich beide diese Engstelle am Berg. Aber sie sind beide schon drüber rausgelaufen, also spielt eigentlich auch keine Rolle mehr. Jetzt müssten sie sich halt versuchen, noch breiter zu machen da oben. Ja. Wobei man bedenken muss, wenn jetzt einer von den anderen beiden angreift, wäre es wahrscheinlich sogar klüger, sich zurückzuziehen. Den Engpass für den Gegner aufzubauen. Erstmal ein paar und dann mit einer guten Free Kills und dann zurück. Ja. Also nicht zu weit rein, ja. An der Stelle. Ja. Oder versuchen tatsächlich vernünftig zu flanken. Oh. Hey, hat er eine zweite Kaserne gebaut. Die übrigens auch gut steht. Währenddessen Sandy schon eine sechste hat. Ganz unten am Berg. Wer kann, der kann. Und eine siebte sogar, oder? Nee. Oh, Sandy baut nur einen Aussichtsturm. Baut vielleicht Caraban da auch nur einen Aussichtsturm? So eine kleine Baustelle. Nix Tower. Nee, das dürfte ein Turm sein. Es muss ein Turm sein. Die Blöcke sind... Und in der Mitte geht's ab. In der Mitte geht's los. Die beiden treffen aufeinander. Caraban hat keine Lust mehr. Der sagt, rein da. Und Caraban steht gut. Caraban steht gut. Caraban steht sehr gut. Guck dir mal das bei Sandy an. Bei Sandy müssen die erstmal irgendwie alle geknubbelt loslaufen. Ja, links riesige Armee an Schwertkämpfer. Weil bei Sandy, dass ja so viele Schwertkämpfer sind, ne? Ja. Bei Caraban nicht. Aber links sieht das sehr brutal aus. Also das dürfen die Schwertkämpfer auf jeden Fall gewinnen, weil das ist keine mindere Qualität, sage ich also jetzt mal. Also Caraban muss jetzt gucken, rechts, dass er rechts gewinnt und dann schnell einen Halbkreis bilden kann. Ja, vielleicht muss Caraban da auch ein bisschen rausschiffen. Müsste er. Guck mal an, was da abgeht. Die Schwertkämpfer schnetzen sich da einfach durch, als wäre das nichts. Und rechts kommt zwar jetzt ein bisschen Verstärkung von Caraban, was er ja am Turm stehen hatte, aber rechts ist vollkommen egal. Links wird einfach weggemetzelt. Das kann, wenn Sandy da mit dem Bogenschützen hinterherlaufen würde, wäre das sowas von safe. Da wäre die Qualität, die Quantität tatsächlich wesentlich stärker. Spiel steht. Und das versucht sie gerade zu spielen. Das war nur ein Safe, oder? Ja, es war nur ein Safe. Alles gut. Die Goldwars sind ausgebrochen. Wie sagt man denn? Ja. Sandy müsste sich jetzt recht etwas zurückziehen, weil sie sieht ja, damit sie da jetzt gerade abkriegt. 45 wird zurückgeschossen. Aber das sieht momentan ganz gut für Sandy aus. Guck dir einfach an, was da links passiert. Da geht's von links nach rechts, fertig. Rechts zurückziehen, Sandy, links weitermachen und der Kampf ist komplett GG. Caraban drückt jetzt auch Level 2, beziehungsweise Blech. Nennen wir das mal so. Jetzt ist das Problem, er hat nur zwei Kasernen, ja? Yep. Und Sandy drückt weiter kontinuierlich Truppen, aber sie drückt Sandy richtig Sandy hat hier auch nicht den Nachteil von längeren Laufwegen, weil es ist ja die Mitte von der Karte, da rennen sie beide gleich. Aber Sandy drückt jetzt nur noch Blech, ne? Also alles, was sie jetzt an Waffen hatte, wird komplett weggedrückt. Alles wird reingedrückt in den Kampf. Also Caraban lebt aber noch, ne? Wenn die Schwerter jetzt fallen und er hat Qualität nach wie vor da. Ja. Ich meine, das hat sie nicht schlecht gemacht, aber sie hätte noch einen Ticken besser spielen können. Jetzt wird es ein bisschen taktischer, jetzt wird zurückgezogen auf beiden Seiten. Und rechts wird halt draufgedrückt von Caraban und jetzt wird der Bogen wieder neu gesucht. Ja, und jetzt kommen Level 1 gegen Level 3, ja. Das tut mir irgendwie schon im Herz weh. Ja, aber das könnte Sandy rechts gewinnen, weil sie ja deutlich mehr stehen hat. Das könnte sie gewinnen. Wir müssen auf die Kills gucken. Wir müssen auf die Kills gucken. Caraban 394, Sandy 349. Yep. Also da ist aber schon pro Caraban gelaufen, ne? Ja, aber Sandy hatte halt auch viel mehr Truppen.
Wesentlich mal mehr den nächsten Truppen, Ping wesentlich abwarten. mehr Quantität halt. Rechts wird er zurückgezogen, das müsste links Sandy auch Boah, machen, das weil der geht Bogen null einfach auf, das schlecht geht wird für wirklich sie. null auf null auf. Aber Sandy drückt halt, also sie hat ja richtig viele Waffen gehabt, und sie drückt halt mehr Kram raus als der Kontrahent. Wobei, Ja, und das hat sie jetzt warte gleich mal, alles verschossen, ne? Ihre ganzen tollen lass mich das mal Waffen. kurz angucken. Caravan hat das ganze Waffenlager noch vorliegen, aber keine Siedler. Oder kommen Siedler? die jetzt gerade von oben? Doch, die kommen gerade von oben alle runtergelaufen. Das dauert gerade einen Moment. Oh ja, Aber zu bis den jetzt. Waffen heißt's da. Richtig. Aber schau dir das mal an. Das könnte Sandy sogar trotzdem gewinnen. Weil sie produziert, also sie produziert ja permanent weiter nach. Dann Instant Außer jetzt Sabus da gerade hat rein. sie Ebbe. Jetzt hat sie etwas Ebbe tatsächlich, sehe ich gerade. Aber das aktuell, das könnte sie gewinnen. Das könnte sie so gewinnen. Weil Caravan jetzt erst weiter rekrutiert. Währenddessen bei Sandy halt der letzte Rest nachgerollt kommt. Karaban hat nichts mehr, ne? Nein. Er hat das ganze Waffenlager da noch liegen. Aber sonst hat er nichts mehr. Und Sandy hat überhaupt nichts mehr, außer diese Soldaten. Aber die können ausschlaggebend sein. Aber damit wird sie nicht Unfassbar. gewinnen. Schwertkämpfer hat Nein, sie gewinnt gar nicht, keine aber mehr. sie. Aber es ist keine komplette Nullrunde für sie. Und witzigerweise, guck mal ganz rechts, mal ganz kurz, es sind tatsächlich zwei Aussichtstürme, die sich Lol. gegenüberstehen. Lol. Troll. Okay, Sandy geht jetzt ins Land rein und will gucken, was da Sache ist. Ist die Frage, haben wir Sabos? Sandy hat einen Sabo. Ein Sabo steht schon. Wo ist er? Läuft er schon? Garantiert. Unten links wird gekämpft. Also Karaban hat auch. Ne, das sind seine Stadttruppen sein. Auch Ja, Blech. das sind Stadttruppen. Aber beide drücken logischerweise Blech. Ne? Guck dir mal oben die Kaserne von Caravan an. Da muss Blech kommen. Weil, wie will er sonst irgendwie stemmen? Sandy hat das jetzt gerade sehr, sehr stark gemacht. Sie hat jetzt alles gedrückt, was ging. Sie hat einfach mit der Übermacht gespielt. Damit das aufgegangen ist, nicht schlecht. Hat aber auch deutlich, naja, deutlich, 60 Truppen mehr verloren. Der Was man Aktion. aber bedenken muss, weshalb das auch, also das ist auch ein Punkt, weshalb es so gewesen ist. Jetzt hat aber da Caravan gerade hat. Sandy mehr Qualität stehen wie Caravan in dem Kampf. Ja. Ja. Und das wird sie hier auch weiter gewinnen, denke ich. Wenn sie das alles versammelt, wird sie es gewinnen. Weshalb Caraban den Hauptkampf jetzt gerade verloren hat, ist, weil er überwiegend in seinem eigenen Land gekämpft hat. Der Bogen war mehr oder weniger nur in seinem Land. Und das ist natürlich sehr fatal. Sehr, sehr fatal. Ja, das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus für Sandy. Also hier stirbt gerade das Blech und dann kommen die T3er nach. Und die drücken nun dann halt den Rest weg. Hätte Karaban die zwei, drei Fehler nicht gemacht mit seinem Wirtschaftsaufbau. Auf jeden Fall hier spielen sehr gleichwertige Gegner gegeneinander, das ist cool. Ja. Sandy drückt jetzt wieder Level 3er raus. Zumindest versucht sie es. Caravan auch Level 3, also kompletter Mix eigentlich. Ist halt die Frage. Ich glaube, ich würde versuchen, noch als Sandy dann nochmal kurz ein Stück zurückzugehen. Einfach um den Bogen so zu kriegen, dass er in der Waffenschmiede kämpfen muss und nicht die Waffenschmiede noch da als Bogen nutzen kann. Wieso, die steht Weißt du, doch wie ich es gut. meine? Ja, die steht doch gut. Wenn sie, Die ja, nicht aber wenn sie jetzt nochmal einen berühren. Schritt zurückgeht, wenn sie jetzt noch einen Schritt zurückgeht, dann muss Caraban mit der Waffenschmiede kämpfen. Und das heißt, rechts und links müssen die auseinanderstehen. Und dann kann er nicht in einem normalen Bogen kämpfen. Meines funktioniert trotzdem. Aber das wäre taktisch noch ein kleines Bonbon quasi. Also, das wird Karaban da oben logischerweise ab wegen kürzeren Laufwegen ab. Abwehren. Was wir aber nicht vergessen sollten, sind jetzt tatsächlich Sabos Die Sabus, ja. an den Minen. Wir haben jetzt Und 13, nee, dafür ist die Map 15 Sabos. natürlich perfekt. Ja, 15 Sabos stehen jetzt gerade. Map Und Control, Karaban, Map das Control ist. verloren. Ja, und das kann Caravan da oben gerade nicht treffen. Nee, er hat gerade Sandy ganz kann da andere weiter drücken. Probleme. Da kann sogar ein Sabo neben der Goldmine stehen und einfach nur zugucken. Unten auch. Korrekt. Korrekt. Und Sandy lebt da oben immer noch. Ja, sie macht da immer noch Alarm. Natürlich. Und jetzt fallen die ersten Minen. Und das sieht sehr, sehr stark für den Sieg für Sandy aus. So weit möchte ich noch nicht gehen, Vorerst. weil er hat so viele Ja, Minen. ich schon. Also, wenn Sandy da jetzt nicht einen ganz groben Schnitzer macht, dann muss sie das gewinnen. Die Sabos ziehen einfach weiter, sie gehen jetzt an die Schmelzen dran. Die Waffenschmieden, die Schwerindustrie muss fallen. Das Ja. könnte sie auch schaffen. Oben kämpft der Turm jetzt mit, da müsste Sandy sich zurückziehen so ein bisschen. Sind Das nur sind zwei Three-Shots, die. Bogenschützen. Diese werden ihr egal sein.
Ja, mir werden sie jetzt nicht egal. Die sind eh jetzt schon tot. Ja. Was, oh, das bitter. Ja, Er hat aber. Karaban keine Siedler mehr? Nee, die sind so weit weg, ne? Weil da ist ja eh Ja, auch die wirklich Wege sind. Gold und Waffen. Er hat ja alles da. Er hat Jetzt alles, fehlen ja. ihm die Kasernen. Jetzt rächt sich das so ein bisschen. Und die Sabos machen Meisterarbeit, ne? Also, Kannst du mir erzählen, was du die haben willst? sich gerechnet, ja. Alle, Ja. ja, die zu produzieren, das. Aber jetzt muss ich aufpassen. Unten hat Karaban jetzt irgendwo Bogenschützen durchgeschmuggelt. Die machen jetzt wahrscheinlich kurzen Prozess. Mit einigen. Und Ja, Senja hat das jetzt oben auch verloren mittlerweile. Karaban muss gucken. Nee, hat auch aufgepasst. Ne? Wo wird was weggerissen, dass was einfach auch wieder hinsetzt? An die Posis. Gerade bei Minen muss man so ein bisschen. Wo waren die? Sieht man auch immer, wo liegt die Nahrung? Hier der Fütter lag, liegt Fisch und so, ne? Da muss. Was Senja jetzt eher machen müsste, sich einmal wirklich komplett sammeln, die Sabus nach rechts oder links ziehen, Ne, sie um lässt sie die gerade nächsten alle Minen zu nehmen. krepieren, ne? Ein bisschen. Ja. Wahrscheinlich hängt sie auch Leider. schon wieder in ihrer Wirtschaft und guckt, dass sie wieder. Weil sie hat ja auch nichts mehr. Nö. 78 Solis, sieht's auch nicht so viel. Auch wenn Karaban gerade nur 53 hat. L3er haben sie beide nicht. Nicht wirklich, ne? Hier wird Oh. komplett mit Blech Ey, ich gekämpft. sag dir, was jetzt passiert. Das baut Karaban wieder auf und wir spielen noch eine Stunde. Das kann durchaus passieren, ja. Aber Sandy, zieh deine Zauberst einfach weg. Zieh nach links runter und setz die Bogenschützen dahin. Das kann Karaban niemals so schnell aufholen. Keine Chance für ihn. Wenn sie es so machen würde. Er hat sie Macht's jetzt aber nicht. gleich. Ja, die Sabos jetzt näher, hat sie noch nicht alle weg. Da hat Nee, noch alle noch einer. nicht. Hat auf jeden Fall wehgetan, aber das ist nicht das. Das ist nicht der Finishing Move. Fatality. Das ist es noch nicht. Ja, aber lass mal gucken, woran es liegt, weil bei Sandy kommt jetzt gerade tatsächlich nichts mehr nach. Siedlermangel tippe ich mal, ohne es gesehen zu haben. Ja, Natürlich. mittlerweile schon, mittlerweile schon. Guck die Goldminen an. Aber Da wird nichts mehr getragen. Krasser sie hat es Siedlermangel auch bei Sandy. registriert. Sie hat alles Yep. weggeballert. Yep, und ich glaube, das Und rafft Karaban Karaban auch. hat Siedler. So. Und jetzt könnte das Pendel natürlich wieder in die andere. Jetzt rennt Karaban mal in die Mitte rüber. Checkt Wer mal macht die ab, was da ersten geht. Sabos bei Karaban? Drei Stück laufen mit. Krass. Ja. Das ist ein Also, mächtiges Hin und Her gerade. das musst du auch erstmal Sehr bringen, ne? Wenn du cool. so angegriffen worden bist und so unter Druck gesetzt worden bist und Gebäude verloren hast und dich dann mal eben hier wieder zum Gegenschlag zu rüsten. Das kann auch nicht jeder. Nee, Oder bleibt er jetzt wieder das da haben wir in den Foren stehen? gesehen. Nee, er läuft noch. Ich hoffe nicht. Der logische Gedankengang ist ja eigentlich, wenn, Hinterher. also. Mal Es, ja, gucken, richtig. Es ja. ist jetzt gerade ja theoretisch genauso gewesen. Der erste Kampf wurde verloren. Okay, was hat Sandy gemacht? Vor Rein. allem, Logische, ganz logisch. KK ist jetzt hier auch ein Thema, ne? Beide mit 120 oder 121, 122, ist aber auch wurscht, ne? Ja, Er ja. muss rein bei Sandy ins Land. Und er tut Komm, es auch. Doch, lauf. er läuft, er Lauf läuft, noch er einen läuft. Meter. Er macht es genau richtig. Und Sandy schickt jetzt gerade ein paar Truppen Es ist nur vor. Blech. Das ist völlig wurscht. Ja, Die ja. werden einfach zerlegt. Auch wenn er da viel Blech dabei, aber hat mehr, ne? So, und da kann er Ja. jetzt von mir aus stehen bleiben in den Goldminen. Und jetzt kann er komplett Rache nehmen. Er kann sich Stück für Stück, kann er sich da weiter Und reinbauen. wenn wir jetzt mal auf die Solis gucken, jetzt hat Karaban plötzlich 120 und Sandy nur 56. Eieieiei. Jetzt wird Und das Andorra ist ein wieder kompletter sagen, Mix, ne? siehst du, wer angreift, verliert. Ja gut, wobei ich jetzt nicht gesehen habe, wer von beiden tatsächlich zuerst angegriffen hat. Das weiß ich jetzt nicht. Wenn du es gesehen hast, okay. Ich Nee, habe es tatsächlich nicht Sandy gesehen. hat reingemoved, oder? Ich glaube, die haben Boah, sich einfach nur jetzt beide in der Mitte läuft getroffen. er sogar einen Tick zu weit für meinen Geschmack. Nee, er läuft komplett rein. Oben kommt der Nachschub. Oder er stellt es Er macht es direkt die genau Kasernen richtig. zu, Er ne? muss Druck machen. Weil du musst ja Folgendes bedenken. Er hat jetzt gerade den größten Kampf seines Lebens in dem Spiel quasi doch noch irgendwie gedreht. Und jetzt muss er da irgendwie Gas geben. Er kann jetzt nicht Er hat stehen jetzt den bleiben. KK-Vorteil. Er hat wahrscheinlich auch mehr Qualität dabei, ob das aber reicht von der Menge her. Jetzt zieht er zurück. Jetzt noch mal drauf, weil jetzt wird der Guck Bogen mal, und da wieder ist dieser schlecht eine für kleine Turm Sandy. von Ja. Sandy. Der ist ja jetzt auch nicht mehr so weit weg und er ist nicht verteidigt. Nö. Aber er hat eh nur Bogenschützen. Yep. Aber jetzt wird wieder zu harmlos gespielt.
Also theoretisch hätte er sich jetzt gerade umdrehen müssen, als der Bogen für Sandy noch Na, er beschissener sammelt wurde. sich oben am Berg nochmal. Aber macht er nicht. Und er hackt mit Sabos auf Sandys Goldminen. Ja, das ist ja Hat er logisch. eigentlich Er alles bin wieder direkt, aufgebaut? Nee, nicht erst alles, dran, aber erst ja. drauf und dran. Oh, da kämpfen aber auch Sandys Truppen bei ihm im Land. Muss man ein bisschen aufpassen. Ist nur ein Bogenschütze. Unten links, glaube ich, ne? Was? Ja. Unten links? Nee, du hast gesagt, da kämpfen soll ich bei Ja, Karaban hat im sich jetzt Land. eh erledigt. So, Caraban Okay. sammelt sich nochmal. Jetzt hat er. Jetzt geht er nochmal drauf. Jetzt geht. Ja, er hat aber auch jetzt deutlich mehr. Und die Sabos Ja, er muss ja auch. hacken. Ja, Sandy ist jetzt einfach auch die Baustellen wieder hin. Ja, Sandy positioniert sich leider in den. Ja, okay, es geht noch auf. Aber er Jetzt sieht sich so ein steht bisschen in Caraban aber den. auch gut. Weil Kann theoretisch jetzt könnte er hier das so noch reinmoven. Breitziehen. Na, die unten, die sind an der. Ja, das Nicht ist gar nicht so perfekt, schlimm. aber er hat schon ein bisschen eine Linie. Sandy steht natürlich Er besser, aber sie hat viel weniger. könnte natürlich reinmoven, dann wird das Thema schneller durch. Macht er Einfach mit ein logischerweise bisschen nicht. weiter vorschiften, den ganzen den Ja, Knubbel ja, da. ja, ja. Also es wäre zumindest sinnvoll, ne? Weil das ist, Und man sieht ja Caraban damit denkt sich, erst. ich habe hier gerade nichts zu verlieren. Hauptsache, ich deff noch ein bisschen Nö. meine Sabos. Tu ihr noch ein bisschen weh. Wenn er den Kampf hier verliert, hat er das Spiel immer noch nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Nö, richtig, richtig. Aber diesen Kampf gewinnt er gerade. Es ist die Frage, Ja, er wenn hatte du jetzt auch weiter einen kurierst. KK-Vorteil, ne, bei Sandy im Land. Ja. Aber geht er auch Schwerter? Bringt er ein paar Schwerter mit ins Spiel? Nein, erstmal nicht. Muss er, glaube ich, auch Erstmal nicht. Wenn er die nicht. Kasernen besetzt hat, wird sie aufgeben. Ja, das schon. Ich sehe immer noch in unmittelbarer Nähe diesen einen. Hat Sandy nur diesen einen Turm? Nee, sie hat unten rechts, nicht, doch unten rechts in ihrem Land hat sie auch noch einen Safe-Turm. Mit einem Bogenschützen besetzt. Unten rechts, nicht links. Wo denn? Ganz rechts, gucken wir mal ganz rechts bei ihrem Land. Ach, da. Okay. Wohnhäuser, ja, genau. So, Caraban hat den Kampf gewonnen. Und kann jetzt theoretisch die Kaserne zustellen. Ersten werden es auch. Und jetzt, die Sabos arbeiten immer noch schön weiter. Und er kommt nochmal mit Verstärkung nach. Nee, Boah, er hat es das ist nicht. natürlich Gewonnen hat er bitter. noch nicht. Gewonnen, das ist noch zu früh. Aber auch er hackt jetzt Waffen schmieden. Ey, das ist gerade voll das Déjà-vu. Das haben wir auf der anderen Seite so gesehen, ne? Yep. Allerdings hast du hier halt den Support, der nachkommt, ne? Oder haben wir hier auch Siedler? Nö, Siedler wird da niemals Probleme kriegen, Hat da Sandy oben noch so viel Siedlermangel? widerstehen. Nee. Minimal. Nee, hat sie nicht. Wenn sie Waffen hätte, schon. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss. Aber der Siedlermangel, den sie hatte, der war halt bitter. Der hat ja alles gecrashed bei ihr. Das war. Ja, Augen auf beim Angriff, ne? Weiter Wohnhäuser setzen. Ja. Das ist es. Die hat sie echt gut gemacht. Nur Sie sie war hat ja es dann schon drin, leider ein ja? bisschen. Ich meine, förderlich ist es. Also, man muss jetzt positiv sehen, dass da ein paar Gebäude Nee, sie abgerissen kriegt werden. Das das auch. heißt, Ey, Siedler sind ein bisschen sie freier. kriegt das auch gedefft. Es wäre, Sie hat wenn von die wirklich rechts. nur Level 3 drückt, ja. Rechts kommen L3er. Also sie hat ja da noch Kasernen. Die arbeiten zwar Und nicht so unten kommt ein effektiv, bisschen aber. was. Guck mal, unten links, jetzt also die linke Flanke quasi, da kommt nochmal was. Das wäre ja witzig, wenn die das auch nochmal gedeft kriegt. Boah, Leute. Das wär mehr als witzig. Kills 921 für Caraban, 797 für Sandy. Also Caraban hat deutlich mehr gekillt. Verbrauchte Ressourcen. Caraban wieder vorbeigezogen, ganz knapp. Kaka hat er 2 Punkte mehr, aus nicht kriegsentscheidend. Was aber Nee. kriegsentscheidend sein könnte, Caraban hat momentan 200 Siedler mehr. Ja. Die er halt dann auch rekrutieren kann, theoretisch. Und Sandy verliert weiter die Oh. Soldaten in der Sie Mitte. verliert an Boden, ne, an ihrer Kaserne. Ja, Sie ja, kommen ja, näher. ja, Jetzt ja. muss kommt von Caraban noch was nach, oder nicht? Ganz links kommt ein Wenig. kleiner Trupp und das sind vielleicht nochmal 10 oder 15 Soldis, die Also nachgerückt Caraban kommen. hat, ohne es zu wissen, sein Lager müsste leer sein. Jo. Ja, ist es auch. Er hat Siedlermangel bei jetzt nichts Caraban? mehr, also. Nein, das passiert Nee. ihm nicht. Nee, er lebt jetzt quasi nur von den Ressourcen, die da so gerade noch so Was ankommen. produziert wird, Da läuft alles wird nicht schlecht. rekrutiert, wie es auch eigentlich Ja, auch sein sollte, richtig. ne?
Aber die ersten zwei Kasernen sind safe besetzt. Das kriegst du jetzt erstmal so schnell nicht. Und das sind ihre. Das sind eigentlich die einzigen Kasernen, die eigentlich bei ihr vernünftig laufen. Yep. Und sie wird nachher sagen, die Map war so scheiße, hier gab es überhaupt kein Bauland. Es gab genug. Guck dir mal das an, das ganze Land an. Ja. Aber wetten, das kommt? Und natürlich. Und Aussage 2 gab viel zu wenig Gold. Sie hat am meisten Gold. Die ganze Zeit ein Lager voll. Jo. Und da ist ja noch eine dritte Kaserne, die habe ich gar nicht gesehen. Also den Turm hat sie gerissen übrigens. Ja, muss sie ja. Der Safe-Turm unten rechts, den hat sie auch gerissen. Und sie hat aufgegeben. Und sie hat aufgegeben? Ja, sie hat aufgegeben. Das war vielleicht ein bisschen früh. Finde ich auch. Aber nach einer Stunde 40 kann man mal reißen. Boah. So, meine Musik mal eben killen. So, bum, bum. Mittlerweile muss man aber sagen, hat sie Gold an den Kasernen liegen. Guck mal, die also, hat vereinzelt. Nur Karaban, was hat er denn produziert, Militär? Ja, Karaban hat auch gut Blech produziert, aber nicht so krass. Da müssen wir mal mit Sandy vergleichen. Bogenschützen. Sandy hat 171 ja, Level also 1 und 290 Level 2. Sind die dann eher auf L2er gegangen? Das war dann auch so ein bisschen nachteilig. Gewonnene Kämpfe total eindeutig. Ja. Siedler gleich. Ja, wirtschaftstechnisch, da war Sandy eigentlich sogar besser. Mehr Nahrung, mehr aus den Bergen rausgeholt. Sie war wesentlich konstanter, was das angeht. Also, jetzt mal aus Sandys Sicht super ärgerlich, weil das hätte sie eigentlich gewinnen können. Mhm. Aber Siedlermangel hinten raus. Und das haben wir nicht gesehen, ne, weil wir beim Kampf waren, aber das muss so ein richtig, 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 richtig wehgetan haben. Wer ist jetzt gekommen? Der Karaban. Ja, hallo. Ja, das hat mächtig wehgetan. Gut. Warten wir noch kurz auf Sandy. Hi. Da ist sie. Hi Sandy. Hi. Hi Karaban. Hallo. So, erstmal Glückwunsch Karaban. Was eine Achterbahnfahrt. Danke. Glückwunsch zum Einzug ins Viertelfinale. Sandy, gut gekämpft. Bis zum Siedlermangel, ha? Ich habe mich so geärgert vor allem. Ich habe es jetzt gerade mit Marvin noch gesprochen am Ende. Ich habe sogar noch Wohnhäuser gesetzt, ja, wo ich angegriffen habe. Ja. Und trotzdem komme ich in den Siedlermangel, ey. Das war ja mega bitter. Also das Gute bei Karaban war, glaube ich, er war relativ früh im Spiel in Siedlermangel und hat ab da panisch angefangen, überall jeden Millimeter auf der Karte mit Wohnhäusern zuzuklastern, dass es nicht mehr passiert. Und das hat ihm dann auch irgendwie den Sieg gebracht, so gefühlt, hinten raus. Aber wie geil war die Aktion? Sandy greift an, Sandy gewinnt den ersten Kampf, geht mit Sabos rein, reißt die halbe Schwerindustrie weg und Karaban denkt sich dann, was du kannst, das kann ich ja auch. Ja, ist so, ne? Und dann ging das Ding rückwärts. Ja, da kam nichts mehr nach. Ja, hast du gemerkt, da, ne? Da kam nichts mehr, ja. Gell? Dann, was ist da los? Da geh ich mal gucken. In Spiel 1 hatten wir genau die gleiche Situation, nur umgekehrt. Da hatte ich angegriffen, den Kampf gewonnen, ja. Und kam in Siedlermangel. Ja. Nur diesmal hast du den zweiten Turnaround nicht geschafft. Aber es war richtig knapp. Ja. Krass. Und was ich auch geil fand, eure zwei Aussichtstürme ganz oben direkt aneinander. Ich habe gedacht, wir sehen jetzt vielleicht, es geht hier nichts, ihr habt eine Pattsituation, wir sehen jetzt endlich mal richtig geiles Reintauern beim Gegner. Nö, ihr baut euch Aussichtstürme vor die Presse. Das Ärgerliche war halt noch, ich habe gesehen, er baut einen Turm. Hm. Ich habe auch gesehen, wie viele Truppen er dort stehen hat. Und habe da ein bisschen mehr hingeschickt, ja. Und eben, ich dachte dann, ich laufe noch zu früh los an den Turm. Und dann war ich aber zu spät, weil diese Soldaten so bescheuert über den Berg drüber laufen, gell. Also ich habe mich echt geärgert. Wie meinst du? Die sind dann komplett... Wie meinst du? Ja, die schlecht die gelaufen. Die sind in den Berg rumgelaufen, ja. Statt drüber. Okay. Ja, die Wegfindung in Siedler 4, das ist... Deswegen war auf der Turniermap, also auf der Vorrundenmap, auch der Berg extra ganz flach, ne, dass die Siedler da vernünftig drüber laufen können. Das ist immer, ja, so ein bisschen nicht nachvollziehbar, was sie da machen.
Aber das war nicht kriegsentscheidend. Kriegsentscheidend war Siedlermangel bei Sandy am Ende. Siedlermangel des Todes am Ende. Ja, ich habe da noch 550 Siedler gehabt und dann, ja. Also, Habe ich noch. wir haben das so analysiert, Sandy, die erste Stunde bis Minute 60 immer besser, immer vorne, weil Caraban auch am Anfang gleich Holzmangel hatte, sein Sägewerk nicht fertig geworden ist. Das war schon richtig bitter, da wurde alles gebaut, nur nicht das Sägewerk. Dann Caraban kurze Zeit später Siedlermangel gehabt, nicht ganz so krass wie bei dir. Und dann hast du ja auch nur Schwertis produziert und gut, wir haben gesagt, yo, jetzt Sandy hat nichts zu verlieren, die geht jetzt bei Minute 50 direkt drauf und du hättest auch direkt gewonnen. Zumal Caraban auch lange Zeit vergessen hat, seinen Stadtturm zu reißen und der auch komplett unbewacht war die ganze Zeit. Also wäre der gefallen, da wäre es eh schon vorbei gewesen. Oder war das Absicht, Caraban? Ja, der stand ja nicht im Weg. Du hattest den aber noch auf dem Schirm, ne, dass du da noch einen Turm stehen hast. Ja, na klar. Also da habe ich schon ein bisschen gezittert. Wenn da mal aus Versehen ein Dieb vorbeigerannt wäre. Doch Easy, noch ein easy bisschen baiten. Snack so. Ich habe ja gesehen, dass sie schwerer macht. Deswegen dachte ich, ein zweiten Turm schadet nicht und ein dritten Turm schadet nicht und vielleicht auch ein vierter. Also Deswegen habe ich an allen Ecken immer mal einen stehen lassen. hätte Sandy früher angegriffen, hätte sie safe gewonnen, behaupte ich mal. Und dann ist, ja, umso länger das Spiel ging, habt ihr euch wieder angeglichen und dann, wo die Gold Wars, also wir haben das Gold Wars getauft, weil da die Goldminen und so, egal, losgingen, da wart ihr halt beide gleich auf. So, und ja, dann hat Sandy besser gekämpft, definitiv, das ja auch gewonnen. Ja, und ihr wisst ja, was dann passiert ist. Boah, das hat Schade. mich echt geärgert. Vor allem wäre das halt weitergelaufen. Ich habe schon seinen großen Turm gesehen, ja, wusste ich, dann hätte ich ihn jetzt gehabt, aber. Irgendwie habe ich gemerkt, da kommt nichts mehr. Dann gucke ich so auf meine Siedler, denke ich so, nee, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ich habe doch extra Wohnhäuser gesetzt. Wie geht das? Ja, bitter. Wurden die nicht gebaut oder wurden die einfach nur weggefrühstückt, die da rausgekommen sind, die Siedler? Nee, einfach zu wenig auch. Und vor allem, ich habe so heftig viele Planierer-Bugs gehabt. Ich habe irgendwann so viele gehabt, dass ich mich darum nicht mehr kümmern konnte. Okay. Ist uns, ja, sowas sehe ich nicht. Bin ich zu doof für. Okay. Schade, Sandy, wir hätten gerne noch ein drittes Spiel gesehen. Ja. Vor allem, weil ihr ja auch beide offensichtlich genau auf dem gleichen Level spielt. Richtig krass. Super, hat super Spaß gemacht. Ja, dann habe ich ja im Prinzip das Interview heute am genau am richtigen Tag released. Timing ist alles. Nächste Woche hätte schon keiner mehr angeguckt. Nein, Spaß. Tja, bitter, ne? So ist es halt. Ich wünsche aber Keraban trotzdem noch voll viel Glück und er hat super gespielt. Ich war eigentlich zufrieden mit meiner Runde. Er hat gegen mich gewonnen, daher ist er einfach der Bessere. Und ja, wie gesagt, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Keraban kommt in der nächsten Runde gegen Steppensturm oder gegen Arut Kimik. Arut Kimik führt momentan mit 1-0. Der scheint richtig gut Ja, das wird performt zu haben, spannend. ne? Ja, also gegen will ich eigentlich nächste Runde nicht spielen wollen. Aber wie gesagt, Keraban ist halt auch ziemlich gut, ne? Also. Ja, klar. Passt. Hat er gut gemacht. Hat ja auch seine Gruppe gewonnen. Boah, Ja. ich bin richtig nass geschwitzt hier. War auch ein langes Ich Spiel. auch. Ich auch. Ich bin auch so, aber wirklich seit Minute 5, seitdem das Welt so scheiße lief, dauerhaft nur Panik gehabt, ja. Aber so muss es sein, ne? Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Richtig. Aha. Ich bedanke mich aber bei euch. Ich klinge mich mal aus. Okay. Danke, Dennis, fürs Mitkommentieren. Ciao, ciao. Gerne, gerne. Man hört sich. Ciao, ciao. So, dann haben wir es ja fast alles. Ich kann euch jetzt noch sagen, liebe Siedlerer und Siedlerinnen, morgen, 28.06. Montag, gibt es auch zwei Spiele zum Gucken. Zum einen Antimaterie gegen X oder X-Lay, also das SF-interne Duell.
Ums Weiterkommen, Spiel 2, Antimaterie hat Spiel 1 gewonnen, ist um 20 Uhr morgen, wird gestreamt bei Sandy. Sandy, wer ist dein Co-Kommentator? Hat sich niemand eingetragen? Guck mal. Weißt du noch gar nicht? Da werde ich schon mal finden. Das ergibt sich eigentlich auch immer relativ spontan. Mhm. Deswegen, wer Bock hat, kann morgen mit mir kommentieren. Ando, Rob. Also ja, wer Bock auf Sandy hat, soll sich mal melden. Genau. Und Spiel 2 morgen um 21.30 Uhr, ich glaube, da wurde die Uhrzeit nochmal geändert, das war, meine ich, bei 21 Uhr, ist dann morgen Spiel 2, Philomat gegen The Legend, mindestens genauso interessant. The Legend führt 1-0 gegen Philomat, wird gestreamt bei L-Crip LP und co-kommentiert vom Franz. Beide morgen mit History Edition und beide Spiele morgen ohne Delay. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht. Wir haben noch ein paar Entscheidungen offen, aber wir haben von den Spielern kaum geplante Termine. In unserer Liste steht nur Katie System gegen Sven BWD am 3.7. allerdings erst. Also nächste Woche Samstag um 14 Uhr und dann am Sonntag um 14 Uhr Spiel 2 und eventuell um 16 Uhr am Sonntag Spiel 3. Also auf den letzten Drücker kriegen die beiden das dann doch noch gebacken, Gott sei Dank. Ja, und ich kann euch jetzt dann auch gar nicht sagen, wann mein nächster Stream ist. Wie gesagt, schauen wir mal. Ich habe ja auf Spiel 3 gehofft, Karaban gegen Sandy, aber nee, na gut. Die Chance war da. Ja, die war da, ja. Die war definitiv da. Das kann man so festhalten. Ja. Gut. Sandy, machst du noch irgendwas? Sollen wir dich raiden, oder? Nee. Ich habe ja vorhin probiert, mein Stream anzumachen, aber mein Mikro ging irgendwie nicht, deswegen, okay. Ja. Ich hatte dafür keinen Ingame-Sound in Siedler, also bei mir lief es auch nicht so. Dann schauen wir mal eben, wer gerade noch Siedler spielt. Siedler 3, niemand. Siedler 4, niemand. Oh, das macht es nicht einfacher, ne? Jemand online von den Leuten, die ich kenne? Nein. Was ist denn gerade so der Shit auf Twitch? Orantisch online. Die macht gerade ASMR. Wer ist online? Die hast du mir geschickt, Patrick. Wer? Wer? Diese Amurant. Kenn ich nicht. Doch. Nein, kenn ich nicht. Nö. Da kann ich auch offline gehen, bevor ich die raid, ey, ohne Witz. Gut, ich, ach, jetzt weiß ich, wen du, jetzt verstehe ich, wen du meinst, okay. Oh, ja, die ist online. Ja, gut, nee, finde ich niemanden, schade. Ich muss echt mal gucken, dass ich ein paar Leute, mehr Leute in meine Liste krieg. Bin immer ziemlich lost, wenn keiner Siedler spielt. Gut, Leute, das war's dann von den Siedlern für heute. Wie gesagt, morgen bei Sandy und bei L-Crip geht's weiter und wir informieren euch über alle anstehenden Termine, wenn es denn wieder welche gibt. Gerade, wie gesagt, sind wir ein bisschen lost, was das betrifft. In diesem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht.